Moin, moin und herzlich willkommen bei Real Solar System am Dienstagabend. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche und wir starten heute wieder ins echte Solar System und probieren uns mal daran weiterzukommen, nachdem es mit dem unbemannten Mondorbit ja schon ganz gut geklappt hat. Und ich sehe gerade, ich habe tatsächlich sehr viele verworfene Frames. Ihr müsst mir mal sagen, wie die Videoqualität ist, ob das alles sauber ankommt. Das sieht nämlich gerade bei mir im OBS gar nicht so gut aus. Also gebt mir gerne mal Feedback im Chat, wie es bei euch ankommt, ob das so sauber ist oder ob wir Probleme haben. Vielleicht ist das ja auch nur ein Anzeigeproblem. Okay, da kommt schon das erste Feedback. Top, alles gut, alles klar. Sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn das irgendwie dazu kommen sollte, dass es Aussetzer gibt oder sowas. Ich weiß es nicht, ob es da irgendwie ein bisschen Probleme im Netz gibt oder so, aber scheinbar ist super, wenn bei mir rot angezeigt wird und bei euch ist alles gut. Kann ich total mit leben. Es ist besser als andersrum. So, und ich sag mal Hallo an alle, die schon da sind. Und zwar an den Jockel, den Mimir, den Thorsten, den Oscar, den Alex Julius, den Hastur, den Neo, den Markus, wen haben wir da noch? Den Slash, den El Seppo. Und das war's erstmal. Und den Sakimi. Der Sakimi ist auch schon da. Und natürlich noch an alle anderen, die sich noch ein wenig im Hintergrund halten. Und nichts schreiben. Ich sag als allererstes mal Prost. Heute gibt's ein bayerisches Bier im Norden, ein Chiemseer oder Chiemseer, also ich glaube, es heißt aber Chiemsee in Bayern. Chiemseer Braun. Und ich sag mal Danke an den Markus für dein Abo. Vielen lieben Dank und in diesem Sinne Prost. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal haben wir auf dem ersten Schlag es geschafft, einen unbemannten Orbit um den Mond zu ziehen. Und jetzt hat mich natürlich der Ehrgeiz gepackt und ich habe gedacht, naja, was ist der nächste logische Schritt? Genau, bemannte Raumfahrt. Und da sind wir ja momentan ein bisschen am Forschen in die Richtung. Ich zeige euch mal, wo wir gerade stehen. Wir forschen gerade an Stability Early Probes. Und Stability Early Probes ist das letzte Prerequisite, was wir noch brauchen für Basic Capsules. Und dann haben wir entweder die Mercury Kapsel oder die MK1 Kapsel. Mit denen können wir dann das erste Mal einen Kerbal ins Weltall schicken und auch zurückholen. Also einen Kerbal ins Weltall schicken können wir natürlich auch jetzt schon. Das Problem ist immer der Weg zurück. Und ja, das Ziel ist dann heute natürlich genau selbiges zu schaffen. Und I am not a normie. Hallo und willkommen bei den Kerbonauten. Und ich würde sagen, da setzen wir heute mal an. Und der erste Versuch, den ich da gern starten würde, weil wir haben ja noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Forschungszeit abzusitzen. Gucken hier mal rein, genau. Also noch knappe 170 Tage. Ich glaube, wir können auf jeden Fall schon mal schauen, dass wir das noch ein bisschen beschleunigen. Dann sind es schon nur noch 159 Tage. Und jetzt gucken wir mal, was es so an Aufträgen für uns gibt. Wir haben momentan nichts weiter aktiv, außer so die normalen Sachen. Also alles, was crude ist, sind als Achievements natürlich noch offen, weil, naja, wir waren noch nicht so viel crude unterwegs. Und ich hatte da letztes Mal schon was gesehen und ich glaube, das wäre ein ganz netter Zeitvertreib und auch gut, um Geld zu verdienen. Und zwar Reach Orbital Speed and Return Safely to Earth. Also, es geht darum, dass wir einmal Orbitgeschwindigkeit kriegen und wieder sicher landen. Das könnten wir auch ganz nett kombinieren mit, ich habe so ein Biologieprobenexperiment, das muss man recovern, damit man da was kriegt. Und das sagt letzten Endes, wir müssen 6500 Meter pro Sekunde Orbital Velocity, wichtig, nicht Surface Velocity, sondern Orbital Velocity, und mindestens 150 Kilometer Höhe erreichen. Das Ganze kann suborbital sein, also wir müssen noch nicht mal einen Orbit schaffen. Und wir müssen dann sicher wieder zurückkehren. Und ich glaube, das ist machbar und das ist auch für das Geld hier machbar. Behaltet im Kopf, wir haben glaube ich so 15, 16, 17.000 oder sowas gezahlt für die Rakete, mit der wir zum Mond geflogen sind. Also das könnte sehr, sehr gewinnbringend werden. Das heißt, den würde ich mal annehmen. Und dann müssen wir mal gucken. Das sind so Sachen für später, glaube ich. Also dann, wenn wir die Kapsel haben und wir überbrücken jetzt die Zeit bis zur Kapsel erstmal mit
mit eben diesem Auftrag, den wir gerade genommen haben. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Chevy Air Force, für dein Abo. Ja, das geht ja direkt gut los hier. Follower Goal 1 von 10 schon geschafft. 2 Abos. Eigentlich kann man auch wieder aufhören. War ein schöner Stream, hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Nein. Danach gehen wir los mit dem Suborbital Flight Crewed, sobald wir das haben. Und ja, vielleicht machen wir auch den First Polar, weil ihr es gerade schreibt. Müssen wir einfach mal gucken. Wir haben ein bisschen Zeit. Der First Polar reizt mich halt nicht ganz so sehr, weil der echt wenig Kohle gibt und uns kaum vorwärts bringt. Aber mal gucken. Mal gucken. Vielleicht können wir da eine kleinere Rakete konzipieren, damit wir trotzdem Geld bei verdienen. So, jetzt haben wir unseren Auftrag. Jetzt heißt es Rakete nehmen. Und ich würde als Grundlage für unsere Rakete wahrscheinlich unsere Mondrakete nehmen. Nur, dass wir die wahrscheinlich ein bisschen runterspecken können, weil ganz so viel werden wir nicht brauchen. Ich lade sie einfach mal rein. Aber auf der können wir auf jeden Fall anfangen. Und guck mal, ich habe zu viel Kerbal Space Program. Moon Orbiter, das ist natürlich ein Moon Orbiter mit Doppel-O. Das war sonst falsch. Ja, SSTO ist vielleicht noch ein bisschen früh. Okay, das war die Rakete. Die hatte natürlich ungefähr 1 Milliarde Delta-V zu viel. Also genau genommen hat die 13.700 Delta-V. Das ist natürlich ein bisschen viel des Guten. So, das heißt, wir können da mal deutlich runterspecken. Und die Überlegung war zu sagen, wir nehmen hier mal die Seitenbooster weg. Ich speichere das jetzt auch gleich mal als Re-Entry-Test. So, damit üben wir jetzt mal. Weil wir müssen Re-Entries ja tatsächlich auch lernen, bevor wir das erste Mal einen Kerbal hochschicken, was ja dann mit der bemannten Raumfahrt kommt, möchte ich natürlich gerne sicherstellen, dass wir das prinzipiell hinbekommen, irgendwas wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, ohne uns dabei umzubringen oder ohne es dabei umzubringen. Das hat nicht geklappt. Zack. So, jetzt haben wir schon nur noch 12.000 und ein bisschen und nur 1,09 Atmospheric Delta V. Der Punkt ist aber, wir haben mit 12.000 Delta V immer noch ein bisschen viel des Guten. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass das so auch klappt, weil was wir jetzt mal machen können, wir können erstmal die hier in der Länge ein bisschen zurückstutzen. Da reichen uns, glaube ich, 6 Meter auf jeden Fall auch. Und dann nehmen wir das hier mal ab und ich würde nämlich diese letzte Stufe, mit der sind wir zum Mond geflogen, wenn ihr euch recht entsinnt, die würde ich uns sparen und würde das hier alles mal ein bisschen zurückschrauben. Und da können wir unser Science-Experiment dran machen. Das ist nämlich dieses Biological Sample Capsule. Das würde ich gerne mal probieren. Jetzt müssen wir mal schauen, was das bedeutet, wenn wir hier die Batterien bisschen kleiner machen. Also wir brauchen ja auch nicht so viel Strom für unterwegs. Deshalb können wir das ein bisschen kleiner machen. Und wir müssen gucken, dass unser Gewicht natürlich relativ weit nach unten geht. Damit wir beim Wiedereintritt geht immer das Schwere geht nach vorne. Ist halt einfach so. Und dafür sollten wir gucken, dass das Schwere nicht zu weit oben ist. So, Heat Shields. Wo würde ich Heat Shields verstecken, wenn ich nicht ich wäre. Meter. Ah, guck mal, das bringt uns doch mal schon schön nach unten. Vielleicht machen wir es tatsächlich sogar noch anders. Wir könnten doch eigentlich die Batterie einfach oben ran, also unten ranbauen und dafür flacher machen. Wie viel ist da jetzt noch drin? 23.000. Das reicht immer noch locker flockig aus. So, guck mal. So haben wir doch ein schönes Re-Entry-Modul, oder? Damit kann man noch arbeiten. Und jetzt muss an den ganzen Spaß natürlich noch ein Fallschirm ran. Mini-Parachutes. Ah, und der Andrei Saratovkin. Willkommen bei den Kerbonauten. Danke für den Follow. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass uns 2 davon reichen, ehrlich gesagt. Und dann wär's das schon. Theoretisch.
Einen Decoupler brauchen wir noch. Einen Decoupler braucht es noch. Zack. Zack. So. Das soll's theoretisch gewesen sein. Das macht die ganze Kiste auch ein bisschen kleiner. Jetzt gucken wir, jetzt haben wir 1,12 Trust-Weight-Ratio für den Start. Da können wir dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Sprit rausnehmen, um nicht ganz so zu übertreiben. Das erhöht unsere Trust-Weight-Ratio und wir haben dann immer noch genug Delta V, um wegzukommen. Und Derek, danke für dein Follow. Und der Follow-Erzähler braucht einfach einen Moment. Der ist nicht ganz so schnell. Scheinbar ist meine Internetverbindung heute auch nicht die beste. So, aber das wäre es eigentlich schon für den Re-Entry-Test. Genau damit würde ich es mal probieren. Und wir schicken das jetzt mal. Guck mal, jetzt sind wir nämlich auf 11.000 runter und wir würden sau viel Geld dafür bekommen. Am Ende des Tages. Ich gucke nochmal, ob das Staging passt. Dann machen wir mal einen Testflug damit. So, wir trennen das hier ab. Dann kommt das. Dann kommt... das kommt noch ein bisschen später. Zack. Und wenn wir suborbital sind, machen wir einfach aus. Also wir sollten auf jeden Fall genug Delta V haben, um mit 6500 oder was wir haben mussten, suborbital zu gehen. Dann machen wir das Ding aus. Koppeln uns ab und machen einen Re-Entry. Jetzt fällt mir nur gerade ein. Es macht wahrscheinlich Sinn, aber das können wir gleich einmal testen. Es macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir da noch ein bisschen RCS dran haben, um das Ding zu drehen, oder? Oder nicht? Hm, ich bin unschlüssig. Und ich brauche wahrscheinlich irgendwo noch Kontrolle. Hier oben im oberen Teil. Vielleicht machen wir das noch. Das sollten wir vielleicht noch mitnehmen, weil sonst wird es schwierig mit dem Flug. Ne? Will er nicht? So, jetzt. Also. Da ist Kontrolle. Okay, das ist in Ordnung. Aber wir probieren es einfach mal so. Okay, wir haben im oberen Bereich Kontrolle. Dann probieren wir es mal so. Theoretisch müsste in der niedrigen Atmosphäre, also in der dünnen Atmosphäre, müsste der Luftwiderstand uns eigentlich gerade ziehen. So viel zumindest zur Theorie. So, zack. Dann hier das da rein. So. Genau, und damit probieren wir es jetzt einfach mal aus. Das heißt, ich starte jetzt mal eine Simulation damit. Und das Ganze würde 83 Tage dauern, das zu bauen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus und gucken mal, was passiert. Ich bin aber ganz optimistisch, muss ich sagen. Die Motoren sind mittlerweile alle ganz gut getestet. Wir haben ein bisschen Erfahrung damit gesammelt. Ich meine, wir sind mit dem Ding zum Mond geflogen. Und wir wollen jetzt letztlich eigentlich nur suborbital gehen. Also, es würde mich wundern, wenn das nicht reicht. Es würde mich wirklich wundern. So, ich schiebe das hier mal alles rüber. Dann habt ihr ein bisschen was zu sehen. Ah, ein schöner Start im Morgengrauen. So, das haben wir, das haben wir. Pumpen an, damit wir Treibstoff bekommen, während wir uns auf den Start vorbereiten. Und ich sag mal, Feuer frei. Wir fahren die Triebwerke hoch und wir haben Vollschub und los. Und der Alex Julius ist jetzt auch ein Kommunaut. Danke fürs Follow und wir fliegen mal in Richtung suborbitale Flugbahn mit unserem kleinen Re-Entry-Teil. In der Hoffnung, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, worst case explodiert sonst alles um die Ohren. Aber eigentlich sollte das eine ziemlich sichere Nummer sein für eine Menge Geld. Also ich glaube über 100.000 insgesamt. Und das kann man schon mal machen. Das kann man schon mal machen. Wie gesagt, bin gespannt, wie es funktioniert. Ich habe noch nie einen Re-Entry geflogen. Also noch nicht andersrum. Ich habe noch nie einen erfolgreichen Re-Entry geflogen. Ich hatte es mal am Wochenende offscreen ausprobiert mit Real Solar System und bin kläglich gescheitert. Es ist alles geflippt und auseinandergebrochen und dann letztendlich verbrannt.
Dementsprechend wäre das heute eine Premiere, wenn es mal klappt. Also für mich wäre es eine Premiere. Und die Deorbit Stage tatsächlich, ja, könnte man machen, aber in Real Solar System muss man schon echt viel falsch machen, um den Moment zu verpassen, indem man deorbitet, weil der ist echt lang. Also der Übergang von suborbital zu orbital ist bei Real Solar System mal eben geschmeidig 4-5 Minuten, je nachdem, wie man fliegt. Da hat man eine Weile Zeit. Okay, wir sind ganz gut unterwegs. Wir haben jetzt schon eine Apoapsis von 30 Kilometern drauf. Das heißt, ich gehe jetzt mal langsam in die Kippe hier. So, 6500 waren es. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Orbitgeschwindigkeit von 6,5 erreichen, damit das gut wird. Und von der Höhe her mache ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken. Das sollte passen. So, wir sind wirklich gut unterwegs. Das stimmt mich optimistisch. Also Höhe wird klappen. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Geschwindigkeit aufnehmen. Und wir haben dann noch eine komplette Stage. Ich glaube, das wird gut. Jetzt muss man nochmal gucken, nicht, dass mein Angriffswinkel zu flach war, aber wir sind auch schon echt weit aus der Atmosphäre raus. Ganz ehrlich, das wird locker reichen. Das wird locker reichen. Also an der Geschwindigkeit wird es nicht liegen. Da bin ich mir schon mal sicher. An der Höhe wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, dass ich dann eine gute Stelle erwische, an der wir separaten. Das müsste im Moment soweit sein. Unsere Triebwerke halten auch sauber durch. Das sieht schon mal gut aus. 120 Kilometer Apoapsis. Und los geht's. Wir zünden die nächste Stage. Sauber durchgezündet. Und wir bleiben auch auf Kurs. Sieht gut aus. Sehr schön. Okay, damit sind wir jetzt auf der zweiten und damit auch letzten Stage für unseren Flug. Ich separiere jetzt unser Fairing. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und mache unseren Satelliten an. Damit wir ein bisschen mehr Funkreichweite haben. So, und das ist jetzt eigentlich so ein Piece-of-Cake-Ding. Wir müssen jetzt eigentlich wirklich nur noch ziemlich flach fliegen. Wir müssen die 150 Kilometer knacken. Bin ich unbesorgt. Das sollte locker und dreifach klappen. Und wir müssen die 6500 Meter pro Sekunde knacken. Und wenn ich so gucke, was wir noch im Tank haben, bin ich auch da tatsächlich unbesorgt. Also ich denke, wir könnten den Satelliten, wenn wir es wirklich wollten, sogar in Orbit schießen. Ziemlich sicher. Ist aber zum Glück nicht Teil unseres Auftrags. Von daher können wir da ganz entspannt mit umgehen. So, wichtig ist jetzt, wenn wir nachher die Höhe erreicht haben, auf keinen Fall das Staging zu machen, sondern dann erstmal alles vorzubereiten, die Fallschirme und so weiter einzustellen und die Experimente zu machen. Denn sonst wird es peinlich. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich tatsächlich doch ein bisschen mehr Höhe nehme. Sonst wird auch das peinlich, aber das sieht gut aus. Jetzt haben wir die Apoapsis unter Kontrolle. Jo, läuft, ne? So, jetzt kann ich mal ein bisschen den Chat lesen. Also die Orbit Stage hatten wir schon. Oder vielleicht hatten wir... Ihr wart aber ruhig. Ihr wart heute aber ruhig. Hattet ihr einen anstrengenden Montag und Dienstag? Oder wie kommt's, dass ihr so ruhig seid? Ihr dürft gerne was schreiben. Oder auch nicht. Dann fliege ich hier einfach weiter. So, 4500. Wir brauchen noch knapp 2000 Meter pro Sekunde. Und die Höhe haben wir auch. Wir sind jetzt auch im Weltall. Das heißt, wir können jetzt mal das Biosample schon mal machen. Das sind immerhin 7,5 Science-Punkte. So, und eigentlich können wir die Zeit jetzt nutzen, um die Parachutes vorzubereiten. Ich hätte gesagt, wir machen mal einen Versuch mit, weiß ich nicht, Vordeploy so auf 5000 Meter Höhe und Fulldeploy auf 1000. Ich weiß es nicht. Und wir machen die mal scharf, dann ist das schon mal vorbereitet. So, jetzt nicht mehr zu viel Höhe nehmen. Wird ja nicht besser dadurch. Ich treffe ihn nicht. Winziger Fallschirm. Arm Parachute. So, alle warten gespannt auf eine Explosion. Aha, das ist okay. Das wird nicht passieren. Habe ich einfach mal beschlossen. So, also, wir haben im Prinzip alles erreicht, außer Speed Greater Than. Da sind wir aber auch gleich so weit. Und sobald wir Speed Greater Than haben, werde ich noch ein bisschen drüber gehen. Ich gehe mal so an die 7000 ran. Und dann mache ich den Antrieb aus. Und dann schauen wir mal. Dann lassen wir den einfach mal
So, ich habe ihm jetzt mit Absicht noch einen kleinen Spin gegeben, damit er in der Rotation irgendwann mit dem Heat Shield hoffentlich sauber aufschlägt. Also das wäre meine Hoffnung. Also es war jetzt Absicht, das zu tun. Gut, wir haben alles erreicht, außer Return Safely. So. Das heißt eigentlich, wenn ich das mal richtig sehe, können wir jetzt den Kram hier absprengen und einen Zeitraffer anschalten und warten, was passiert, oder? Können natürlich noch gucken, ob es noch irgendwelche lustigen... Das hätte ich vielleicht auch vorher machen sollen. Locked. So. So kann man das machen. Ui, meine Lieblingskamera-Ansicht. Hatten wir schon. Alles klar. Gut, können wir uns sparen. Zack. So, wir gehen mal aus dem kurzen Bomber-Modus wieder raus. So, und jetzt heißt es einfach nur einmal die Kappe. Schwupp. Und jetzt warten wir mal, würde ich sagen. Okay, Kontrolle ist jetzt weg. Genau, ich kann jetzt auch den SRS nicht mehr rausnehmen, aber es ist nicht so, als ob der SRS irgendwas machen würde. Das heißt, wir lassen ihn jetzt mal hier ein bisschen rotieren. Bis er wieder auf die Atmosphäre trifft, was dann jetzt gleich der Fall sein sollte. Denkt immer daran, wir sind immer noch, erkennt man daran, dass hier Simulation Active blinkt und hier oben Simulationskosten mitlaufen. Wir sind immer noch in der Simulation, wir testen gerade nur. Es ist nichts Schlimmes, wenn jetzt gerade irgendwas schief geht. So, und jetzt sind wir in der Atmosphäre. Meine Hoffnung ist halt jetzt, dass diese Rotation sich mit zunehmender Dichte der Atmosphäre stabilisiert. Und zwar mit dem Heat Shield voran. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir es nochmal ein bisschen rekonzeptionieren. Und zwar würde ich dann hier unten drunter einen kleinen RCS-Tank anbauen. Mit zwei RCS-Düsen wahrscheinlich. Naja, eher vier, damit ich sicher sein kann. Um die Kiste zu stabilisieren. Für den Wiedereintritt. Aber eigentlich muss sie in sich stabil werden. Fallschirme sind scharf, das heißt, gucken wir mal. Ich mache jetzt mal den Zeitraffer an. In der Hoffnung, dass wir nicht fürchterlich draufgehen. 90 Kilometer. Also die Atmosphäre ist noch sehr, sehr... Oh, guck mal, da passiert was. Ich nehme es mal raus. Guck mal, genau das war meine Hoffnung, dass genau das passiert. Sehr schön. Wenn sie sich jetzt noch wirklich stabilisiert mit dem Heatschild voran, dann haben wir echt gewonnen. Man sieht auch, dass das Heatschild schon ein bisschen Temperatur... gefährlich. Gefährlich. Sehr gefährlich. Oh. Okay, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Also wir müssen es wahrscheinlich ein bisschen stabilisieren. Im Prinzip gut, am Ende des Tages, aber noch nicht perfekt. So, wie schon vermutet, da müssen wir wahrscheinlich einfach ein bisschen Kontrolle doch noch ranbauen und so ein ganz bisschen RCS. Aber hey, ich sag mal, 90% von dem Ding hatten wir. Den Rest kriegen wir auch noch hin. Also... Nehmen wir mal das hier zur Seite. Gut, wir brauchen, um das Ganze zum Laufen zu bringen, einen Tank. Einen kleinen prozeduralen Tank. Der braucht einen 600er. Wir können auch einen 700er Durchmesser machen, das ist eigentlich egal. Zack. So, der kriegt natürlich die gute Goldfolie. Ist ja schließlich ein RCS-Tank. So, zack. Das Ganze hat jetzt immer noch einen Masseschwerpunkt sehr weit unten. Und wir haben noch nicht mal Fuel drin, glaube ich. Nee, haben wir noch nicht. Tank-Type, ich weiß es gar nicht. Fuselage. Whatever. Können wir gleich noch gucken. Und wir nehmen jetzt Medium, Very Small, Small. Wir nehmen mal... Ich glaube, wir nehmen Medium, damit wir ein bisschen Druck machen können. Zack. Und... Nee, R&D wollte ich nicht. Ich wollte Engines. Wir wollen Nitrous Oxid benutzen. Und wir wollen gerne auch Nitrous Oxid einfüllen. So, damit haben wir ein bisschen Puffer. Die Frage ist jetzt,
Ja, am Schwerpunkt können sie nicht komplett wirken, aber. Na gut, ich kann. Müssen die da drauf sein? Ich glaube wahrscheinlich nicht, ne? Die müssen da ja nicht zwingend am Tank sein. Hoffe ich zumindest, dass das hier auch. Vielleicht müssen sie aber auch nicht zwingend direkt auf dem Fallschirm sein. So, ich hoffe mal, dass das mit dem. Aber das können wir gleich nochmal testen. Zack, dass das soweit funktioniert. So, damit haben wir eigentlich. Eigentlich alles, was wir brauchen, oder? Simulieren wir es nochmal durch oder leben wir damit, wie es ist? 83 Tage kann man schon mal machen, oder? Scharfer Flug? Also ich wäre für scharfen Flug. Es war ja relativ nah dran. Jetzt hätte ich es beinahe versaut. Wir müssen noch Kontrolle nach oben reinbringen. Weil das nutzt uns ja alles nichts, dass wir hier ACS haben, wenn wir keine Kontrolle ausüben können. Genau, da machen wir uns ein kleines Avionics-Modul dazwischen. Zack. Achso, kleiner geht das gar nicht. So, 15 Tonnen reicht locker für das, was wir vorhaben. Genau, wir können ACS einmal testen, ja. Aber den kompletten Flug machen wir nicht. So, wir gucken einmal kurz, ob das mit dem ACS funktioniert. Staging sieht fast gut aus. Warum man das immer macht, ist mir noch ein Rätsel. So. Und RCS kann an, wenn wir uns von dem Zeug hier trennen. Danach haben wir RCS am Start. So, einmal speichern, einmal in die Simulation. Ja, zack. So, wie gesagt, was wir jetzt kurz machen, wir sprengen kurz das Fairing auf. Ich schalte einmal die RCS-Düsen an und wir testen, ob die funktionieren. Das ist eigentlich so das höchste Risiko gerade. Wenn die funktionieren, würde ich sagen, lassen wir es drauf ankommen und probieren es einfach aus. Und gucken mal, was das liebe Raumschiff dazu sagt. Ich bin fasziniert, dass bei euch der Stream ohne größere Probleme läuft. Weil er bei mir wirklich also fast 30% verworfene Frames sagt. Deshalb bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Zack. So. Auchi. Und RCS an. RCS an. Jetzt spielen wir einfach mal. Achso, RCS an. Ja, arbeiten. Sehr gut. Okay. Okay, die Düsen arbeiten. Das ist alles, was ich wissen wollte. Das heißt, wir können. Kann ich denn die Terminate Simulation. Revert. So. Sehr gut. Das heißt, wir haben unsere erste Rakete für heute, mit der wir jetzt versuchen, unseren Auftrag zu erledigen. Und ich bin ganz guter Dinge, dass das funktionieren dürfte. Das passt alles. Dann hauen wir es in den Bau. 83 Tage. Und das heißt, wir haben danach dann gar nicht mehr so lange abzuwarten für unsere nächste Forschung. Und wenn das alles so klappt, haben wir dann sogar wieder ein paar Forschungspunkte. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal diese Rakete fertig, was 83 Tage dauert. Und dann haben wir noch 75 Tage zu warten. Und 2 Tage davon verbringen wir damit, diese Rakete aufs Snowspeed zu rollen. Und perfekt zum Sonnenaufgang wird sie fertig. Das heißt, wir können auch direkt starten, ohne weitere große Probleme. Gut, und dann würde ich mal sagen, gucken wir, dass wir das jetzt nochmal vom Flug her. Das war relativ okay. Jetzt kommt halt der heiße Teil mit dem Re-Entry, dass wir das sauber hinbekommen. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal tatsächlich sehr gespannt, ob wir das schaffen. Sehr, sehr gespannt.
So, SRS an, Schub ist voll, Pumpen an, jawohl, und wir zünden unsere Engines und wir starten in 3, 2, 1 und Liftoff. So, wir sind unterwegs, mal gucken, was der Hobel heute so mit uns machen will. Witzig wäre natürlich auch mal einfach so aus Prinzip ein Triebwerksausfall. Einfach nur, um uns zu ärgern. Das wäre nicht schön. Das wäre gar nicht schön. Auf jeden Fall hat die Kiste schön Druck. Das muss man ihr lassen. Also, wir haben jetzt schon eine Thrust-Weight-Ratio von 1,5. Man kommt gut vorwärts. Man kommt tatsächlich sehr gut vorwärts mit dem Teil. Erfolgsmodell. Auf der bauen wir jetzt alles auf. Unsere gesamte Raumfahrt wird auf dieser Rakete getestet und durchgeführt. Beschrei es nicht, ich beschrei es nicht. Doch, habe ich schon. Ist schon zu spät. Aber wir haben sogar ein bisschen Toleranz. Also es wäre diesmal gar nicht so schlimm, wenn ein bisschen was eher ausfällt. Und ich glaube, das Blass kommt einfach vom Licht. Das ist heute ein bisschen komisch. Wenn ich ein bisschen weiter hinter gehe, sieht das bei mir zumindest so aus, als ob ich auch ein bisschen Farben bekomme. Aber vielleicht bin ich auch einfach blass vor Angst vor diesem Flug. So. Nee, das ist nicht Hardcore Kerbal, das ist Real Solar System. Nicht miteinander verwechseln, das ist die echte Erde. Das ist die echte Erde. Deshalb ist das hier auch alles ein bisschen größer und ein bisschen schwerer und ein bisschen eigenartig. Ne? Für den geneigten Kerbal-Spieler mag ja einiges komisch aussehen. Das liegt genau daran, dass es nicht klassisch Kerbal Space Program ist, sondern Real Solar System. Ich gehe mal auf den Orbit View runter. So, jetzt langsam mal den angenehmen Winkeln zu neigen. Das sieht gut aus. 107 Kilometer Apoapsis. Das heißt, ich kann die Nase jetzt langsam runternehmen. Das sind schon 50 Kilometer. Das sieht auch gut aus. So, ein bisschen steigen lasse ich sie noch. Aber viel muss nicht mehr. Gut. Sehr schön. Thrust-Weight-Ratio mittlerweile bei 4,7, also wir haben hier gute 5G Beschleunigung anliegen. Geht jetzt nach hinten raus natürlich gut durch die Decke. 150 Kilometer sind geknackt. Das sieht auch gut aus. Dann bereiten wir uns auf die Separation vor. Engine Cut-Off in. Jetzt. Und wir seppen und zünden die nächste Stage. Das sieht auch gut aus. Und können uns dann auch direkt vom Fairing verabschieden. Soweit, so gut. Bis hierhin alles nominal, sage ich mal. Jetzt müssen wir nur noch Geschwindigkeit aufbauen. Höhe brauchen wir schon gar nicht mehr so viel. Höhe ist okay. Dann bleibt der Winkel nämlich schön flach. Alan spielt mit echten Raketen. Danke. So heiße ich zwar nicht, aber ja. Genau, da hätte er schon den Mars kolonisiert. Ich möchte da nochmal erwähnen, dass Alan den Mars noch nicht kolonisiert hat. Er arbeitet da noch dran. So. Ja, ich weiß schon, welchen Alan ihr meint. So, die große Antenne lasse ich mal noch drin. 3600 und steigend. Wir sind schnell unterwegs. Schaffen wir es vor ihm? Also ich bin mir sicher, wenn ich durchziehe, bin ich wahrscheinlich vor ihm am Mars. Ob es mit Kolonisierung klappt, sei mal dahingestellt. Das glaube ich nämlich nicht. So, läuft aber momentan ganz gut. Also so sehr ich mich sonst immer über diese Triebwerke geärgert habe, so stabil sind sie heute. Aber geht ja auch um nichts, ne? Geht ja nur um so ein bisschen rumfliegen. So, was ist das hier? Das ist unsere Rakete, die wir fertig gebaut haben. Sehr schön. Und wir können jetzt schon mal Observe Biosample. Zack. Das haben wir schon mal eingesackt. So.
Also alles in allem sieht's gut aus. Triebwerke brennen fröhlich vor sich hin. Und wir machen mal unsere Mission hier auf, dass wir gucken, dass wir unsere ganzen Häkchen bekommen. So. Jetzt kommt dann gleich der spannende Part. Da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, ob das jetzt hinhaut. Mit dem Wiedereintritt. Oder ob es uns da zerlegt. Ich werde dann diesmal nicht ganz so schnell gehen, weil diesmal geht es ja um was. Wir erfüllen jetzt tatsächlich nur das Minimum. Die 6500. Sobald es hier auf grün umspringt, machen wir aus. Okay. Wir haben Main Engine Cutoff und können uns jetzt von der Kiste hier trennen, oder? Spricht eigentlich nichts dagegen. So, 6549 Meter pro Sekunde. Ich mach mal das Zeug an. So. Und leite unsere Drehung ein. Ich mache das jetzt auch sehr, sehr, sehr sparsam, damit wir so viel wie möglich von unserem Treibstoff behalten. Also deshalb habe ich jetzt SRS ausgemacht. Für den Wiedereintritt, um uns so stabil wie möglich zu halten. So. Guck gerade, aber im Moment ist er sehr entspannt. Ich mache den Retrograde dann erst später, glaube ich. Oder mache ich ihn jetzt, falls ich Funkkontakt verliere? Was sagt ihr? Es könnte natürlich sein, wir gehen jetzt über den Ozean raus, ne? Obwohl wir haben da Bermuda, also eigentlich müssten wir Funkkontakt halten können, ehrlich gesagt. Antennen sind schon draußen. Antennen sind schon draußen. Das sind die hier. Diese vier. Das sind die Antennen, mit denen. Also das reicht für Erden hier auf jeden Fall locker. Ja, jetzt abwarten, Tee trinken, glücklich sein, ne? Ach, einzufahren? Nö. Ach, pff. Dann reißt es halt die Antennen ab, oder? Ich meine, was soll passieren? Ja gut, könnte heiß werden. Das stimmt schon. Stell den Flight Computer von Remote Tech auf Retro. Auch eine Möglichkeit. So. Jetzt treffen wir die Atmosphäre. Ich stelle ihn jetzt auf Retro. In der Hoffnung, dass er sich da stabil hält. Zack, und zwar auf Surface Retro. Und fahre dann die Antennen an. Ein. Warte mal, ich könnte die hier rausfahren. Zack. Nein! In dem Moment. Hoho, das war aber auch reichlich knapp, Freunde. Ich habe tatsächlich die Verbindung verloren. Und habe nicht meine Fallschirme aktiviert, richtig? Herzlichen Glückwunsch. Ich befürchte, da kommt auch nichts mehr auf dem Weg. Damit habe ich nicht gerechnet. Nein. Aber jetzt können wir mal gucken, wie der Wiedereintritt so läuft, mal abgesehen von den Fallschirmen. Tja. Vielleicht kann ich stagen. Vielleicht kann ich einfach stumpf stagen. Ja, gucken wir mal. Aber zumindest ist Retrograde Hold eingestellt. Ich bin mal gespannt, ob die Probe an sich stabil wieder eintritt oder ob sie irgendwo schief geht. Dann müssen wir halt nochmal eine zweite Rakete bauen. Hilft ja nichts. Ah, ärgerlich. Gut, bisher sieht es aber okay aus. Er verbraucht jetzt auch Ablator. Und zwar gar nicht zu knapp. Und der Rest von der Kiste sieht bisher gut aus. Und der arbeitet auch bisher sehr wenig mit dem RCS. Sehr schön. Das sieht so schlecht nicht aus. Ja, er bekommt Hitze auf die Antennen. Ja. Okay, also Antennen einfahren ist wahrscheinlich tatsächlich eine gute Idee.
So, also, erstens Fallschirm rechtzeitig fertig machen. Zweitens Antenne einfahren. So. Drittens noch größeres Heat Shield. Ich weiß es nicht. Wollen wir ein größeres Heat Shield nehmen? Ich weiß es nicht, ob das reicht. Wie viel Versuche haben wir noch? Wir haben noch 278 Tage. Das können wir noch ein paar Mal machen. Also. Prinzipiell okay. Unter der Annahme, dass ich die Antennen rechtzeitig wieder einfahre und die Fallschirme scharf mache. Unter dieser Annahme. Okay, aber ansonsten war die in Ordnung. Wir bauen die nochmal. Viel Schönes mit dabei. Leider noch nicht das, was wir gebraucht haben. Vielleicht. Ach nee, scheiße, ich krieg die Geschwindigkeit nicht hin. Ich hatte gerade überlegt, vielleicht fliegen wir einfach mehr nach oben und wieder nach unten. Aber dann kriege ich die Geschwindigkeit nicht auf den Kessel. Und Normalblase hat ein Follow dagelassen. Vielen Dank und willkommen bei den Kommonauten und viel Spaß beim Zuschauen. Und wir machen jetzt mal die nächste Rakete startklar. Das ist tatsächlich. Ah, als nächstes erstmal die Forschung fertig. Das ist auch gut. Dann können wir nämlich schon mal die nächste Forschung reinschmeißen. Sehr gut. So. Und wir können jetzt nämlich die Basic Capsules erforschen. Und dafür haben wir auch die Forschungspunkte. Das heißt, zack, das haben wir. Und ich überlege tatsächlich gerade, ob wir noch mal ein bisschen investieren. Ja, kommt, lasst uns mal ein bisschen Kohle raushauen. Zack, zack. Und die R&D Facility ein bisschen aufblasen. So. Jetzt ist der ganze Spaß nämlich dann schon in 267 Tagen fertig, statt in 412. Ah, wir sind echt gut in der Zeit für bemannte Raumfahrt. Wir sind richtig gut in der Zeit. So, jetzt bauen wir die blöde Rakete da fertig. Und geben ihr nochmal einen Versuch. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Ich hoffe, ich versau's nicht wieder. Aber perfektes Timing, wie immer, ne? Also hervorragend. So, also. Fallschirme fertig machen, sobald wir oben unterwegs sind. Und Antenne einfahren. Damit wir nicht wieder im Luftstrom hängen bleiben. Bin ich mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt, ob das funktioniert. Ich nehme noch Wetten entgegen für diesen Flug. Aber jetzt kommt erstmal der einfache Part, nämlich der, wo wir einfach losfliegen. Und Feuer frei. Liftoff und los geht's zum zweiten Anlauf in Richtung suborbitales Recovery. Und das zeigt zumindest, dass das gar nicht so einfach ist bei Real Solar System, während man bei Kerbal Space Program, also ganz ehrlich, für einen suborbitalen Wiedereintritt braucht man gefühlt nicht mal ein Hitzeschild. Hier sieht das ein bisschen anders aus. Hier reicht nicht mal der Hitzeschild aus, sondern man geht einfach drauf. So. Achso, kleiner Fun Fact, ist euch vielleicht noch gar nicht aufgefallen. Im Kalender habe ich es angepasst. Ich habe ein bisschen die Rotation der Livestreams gerade gezogen. Das heißt, wir haben jetzt am Dienstag regelmäßig, außer ich kann mal nicht, Real Solar System. Wir haben am Donnerstag regelmäßig, außer ich kann mal nicht, Hardcore Kerbal. Und wir haben am Sonntag Hardcore Colonization. Und das ist der Part, der sich gravierend geändert hat. Dienstag und Donnerstag sind 3 Stunden eingeplant und ich glaube am Sonntag auch 2,5 oder 3. Ich habe die Livestreams mal ein bisschen verlängert, damit wir einfach auch mal ein bisschen mehr vorwärts kommen. Und weil so viele von euch gucken, habe ich gedacht, naja, dann kann man auch mal ein bisschen länger streamen, ne? Also, wir machen heute tatsächlich so um und bei bis Mitternacht, außer ich kippe vorher vom Stuhl. So, und jetzt mache ich mal einen Gravity Turn. Vor lauter Erzählen. Huch, jetzt wird meiner schief gegangen. So. Das heißt dann natürlich auch für die
YouTube-Gucker unter euch, dass Hardcore Kerbal dann ab nächste Woche statt 4 Folgen 5 oder sowas haben wird. 5 oder 6. Je nachdem, wie lange das wird. So. Jetzt haben wir dann so die Höhe. Sieht aus. Drehen wir mal rum. Alles wird gut. So. Rakete unterwegs. Rakete beschleunigt. Robert glücklich. Darauf ein Bier. Wie ist eigentlich die Auswertung ausgefallen? Ich hatte drauf geguckt. Ich habe mir die genauen Zahlen nicht gemerkt, aber es waren irgendwie 43, 48% oder so den Dreh waren dafür, dass Hardcore Kerbal auf YouTube bleibt. Und der Rest teilte sich, glaube ich, zu. Ein etwas größerer Teil hat gesagt, ist mir egal. Und dann hat ein kleinerer Teil nochmal gesagt, ich möchte es auf Twitch gucken. Also Ende vom Lied. Wir bleiben da erstmal auf YouTube. Und ich mache hier mal einen Zap. Und zünd die nächste Stage. Und wir sind unterwegs. Weg mit dem Fairing. So, und jetzt machen wir mal unsere ganzen Arbeiten. Also, aktivieren der Antennen. Zack. Wir nehmen ein Biosample. Ne, noch nicht. Das ist noch nicht das Richtige. So, wir toggeln unsere Fallschirme auf die richtige Position. Altitude 5000 Meter. 1000 Meter für ein Full Deploy. Copy to other shoots. Close. So. Arm Parachute. Und. Was ist der andere? Da. Arm Parachute. So. Die zwei sind scharf geschaltet. Muss mal ein bisschen flacher gehen, damit es nicht so hoch wird. Gut. Gut, 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 gut. Ich bin guter Dinge. Also die Stelle haben wir. Jetzt müssen wir dann nur noch die Drehung machen und rechtzeitig die Antenne einfahren. Dann sind wir eigentlich safe. Jetzt noch auf Geschwindigkeit gehen. Und dann ist gut. Tschakka! Schaffen das. Ansonsten würde mir eigentlich nur noch einfallen, wenn das jetzt immer noch nicht klappt in der dritten Variante, unter der Annahme, dass wir eine dritte Variante brauchen, den Heatschild größer zu machen, ne? Also wäre jetzt das Einzige, was mir dazu einfällt im Moment. Tja. Also, weil wenn wir jetzt die Antennen einziehen und der kriegt immer noch Hitze auf der Probe oben, dann kann es ja eigentlich nur noch... Die Antenne, was treibt der denn jetzt hier für Wackeleien? Kein Blödsinn, Mann. Hä? Was, ah, shit, wir haben den Motor verloren. Oh! Oh! Triebwerksausfall! Triebwerksausfall, aber es sollte trotzdem reichen, solange wir nicht noch eins verlieren. Wir sind fast da. 6500 brauchen wir. Hoffentlich explodiert es nicht. Halt durch, Triebwerk, halt durch. Come on, come on. Uff, uff, es steuert sich echt scheiße. Aber wir schaffen das. Und grünes Häkchen und aus. So viel dazu. So, jetzt abtrennen. SAS aus, RCS an, Retro drehen. Okay, jetzt können wir auch die Biologie-Geschichten beobachten. Keep Experiment. So. So viel dazu erstmal. Wie lange haben wir noch, bevor wir hier wieder die Station verlieren? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber nicht zu lange, weil wir gehen dann auch wieder runter.
So, und der Arubo XS ist jetzt auch ein Kommandant. Danke fürs Follow, viel Spaß beim Zugucken und bitte ein bisschen die Daumen drücken, dass das klappt hier mit dem Wiedereintritt. So. Aber ich bin mal vorsichtig zuversichtlich. Aber auch nur vorsichtig zuversichtlich. Ich meine, letzten Endes, eigentlich müsste es klappen. Wir haben Heat Shield drumrum. So, jetzt machen wir hier gleich einmal. Zack, SAS an, Retrograde rein, Fallschirme sind scharf, RCS ist an, es stabilisiert sich jetzt hoffentlich auch gleich und verbraucht sich nicht schon komplett. Alter, mach mich nicht unglücklich. Komm schon. Okay. So-so, ne? Was macht der da? Warum tut er das? Warum ist er so zu mir? Hör auf, so zu sein. So. Muss jetzt echt aufpassen, dass wir nicht zu lange rumdoktern. Okay, ich lebe jetzt einfach mal damit, dass er sich ein bisschen verbraucht. Antennen sind drin. Ist echt blöd am Korrigieren, ne? Ich hoffe, das gibt sich ein bisschen, sobald wir auf die Atmosphäre treffen. Wo er einen Zug bekommt. Ja, dann Zeitraffer rein und wir gucken mal, was so passiert. So, Antenne ist drin. RCS ist an. Wir sind im Retro. Wir sind im Retro auf Surface. Kann nichts mehr tun. Hände sind hier oben. Fallschirme sind scharf. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen. Wir haben auch relativ viel RCS-Fuel noch. Das heißt, wir haben gut Gewicht hier unten und auch genug Fuel noch, um zu korrigieren. Now we play the waiting game. Wenn es gut klappt, kommen wir unten an. Wenn es nicht klappt, explodieren wir vorher. Wir werden es sehen. Gute Nachricht ist, wir haben schon mal nur noch 6200 Meter pro Sekunde drauf. Was vermutlich immer noch ziemlich schnell ist. Und wir haben heute machen wir mal Funkverbindungen die ganze Zeit offensichtlich. Schwierig. So, ich lehne mich mal ein Stück zurück. Ich nehme auch das Mikro mit, damit ihr mich noch versteht. So. Jetzt gucken wir mal, ganz entspannt. Harren wir der Dinge, die da kommen. So, jetzt müsste jeden Moment die Atmosphäre eigentlich so dicht werden, dass man... Wartet mal, die Richtung muss ich zeigen. Da oben rechts sieht, dass jetzt beginnt der Ablator zu verbrauchen. Also jetzt beginnt der Hitzeschild aktiv zu werden. Jetzt wird es spannend, ob er jetzt irgendwo meint... Hitze bekommen zu müssen auf die Probe oder ob wir jetzt sauber sind, weil eigentlich können es nur die ausgefahrenen Antennen gewesen sein, eigentlich, weil alles andere ist hinter dem Hitzeschild verborgen und jetzt beginnen wir auch deutlich abzubremsen. Wir haben jetzt schon 1G Belastung unten drauf, kann man sehen. Wir bekommen Hitzeeffekte rein. Er ist relativ stabil, also RCS korrigiert kaum nach. Hält sich. Okay, ich weiß nicht, was da Hitze bekommt. Kann man das erkennen? Dürfte der Hitzeschild sein, oder? Ich hoffe, es ist der Hitzeschild. Wenn nicht, ist es unser improvisierter Probe-Kurs. Sieht nicht schlecht aus. Wir haben fies hohe G-Belastung. Ich glaube, Kerbals würden gerade sterben. Eieieiei, 15G, aber sieht besser aus. 15G, wir sind aus der Skala raus, was G-Belastung angeht. Jetzt beginnt er zu arbeiten, aber wir sind über die kritische Phase drüber. Wir sind tatsächlich... Okay. Ich bin positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Und es ist tatsächlich, das Teil hinter dem Heat Shield hat Hitze genommen. Das ist gut zu wissen für, für zukünftige Konzeptionen. Das ist tatsächlich gut zu wissen. So.
RCS kämpft noch verzweifelt. Wir haben gar nicht viel vom Heatshield verbraucht. Der ist hart in die Bremse gegangen, aber es liegt natürlich auch daran, dass wir ein sehr geringes Gewicht jetzt hatten. Ich meine, unsere Kapsel wiegt jetzt 200 Kilogramm. Dadurch werden wir natürlich sehr stark abgebremst, weil die Fläche vorne von 1 Meter ist es, glaube ich, der Heatshield, den wir haben. Oder? Ist doch ein 1 Meter Heatshield. Ja. Verglichen zu den 200 Kilogramm Gewicht, mit denen wir runterkommen, ist natürlich, er kann uns sehr gut abbremsen. Hätten wir jetzt zum Beispiel 2 Tonnen hinter dem Heatshield liegen gehabt, wäre die Bremswirkung bei weitem, glaube ich, nicht so stark gewesen. Oder denke ich jetzt irgendwie falsch? Nee. Die Hitzeentwicklung müsste größer sein, die Bremswirkung etwas auf die, in die Länge gezogen, oder? Man möge mich korrigieren, falls jemand in Physik da besser aufgepasst hat als ich, aber meiner Meinung nach müsste ein schwereres Gerät schneller, also langsamer gebremst werden. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Physics Time Warp an, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so super spannend zuzugucken, wie das Ding da unten sinkt. Jetzt können eigentlich nur noch zwei Sachen passieren. Oh, guck mal, wer hat denn da Kontrolle? Ja, das können wir aber. Woher hat der denn Kontrolle? Ach, guckt mal, wir haben Satelliten. Unser Explorer 1A gibt uns eine Verbindung nach Hause. Wir könnten natürlich mal gucken, dass wir den hier noch abwerfen. Dann sind wir ein bisschen leichter beim Aufschlagen. Hui, so. Okay, wir sind schon mal auf 19 Meter vorgebremst. Jetzt kommt wirklich Zeitraffer zum Tragen. Ich bin gespannt, wenn die Dinger aufgehen. Aber wenn das jetzt schon der Pre-Deploy ist, so, ich komme mal wieder ein bisschen ran hier. Genug rumgegammelt. So, wenn das jetzt schon der Pre-Deploy ist, bin ich ganz unbesorgt, dass der Full-Deploy tatsächlich ganz gut werden wird. Aber warten wir mal ab. Bei 1000 Meter kommen sie auf Full-Deploy raus, die Fallschirme. Und ich meine, ey, das ist ein Ding, um eine Mercury-Kapsel einzufangen. Was wird eine Mercury-Kapsel wiegen? Tonne? Anderthalb? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen mehr Metall. Da muss ja ein Mensch reinpassen. Also gehe ich davon aus, dass das jetzt ziemlich gut bremsen sollte, wenn die gleich aufgehen. 4,7 Meter. Okay. So, glaube, wenn du 2 Tonnen dahinter machst, dann knallt das Teil noch schneller durch die Atmosphäre und zerglüht dir erst recht. Ja, aber der Heatshield hatte noch ziemlich viel Kapazität. Also der Hitzeschild hätte noch ein bisschen gekonnt. Da wäre noch ein bisschen was gegangen. So, jetzt müssen wir das natürlich mal ein bisschen aussitzen. Genau genommen 100 Sekunden durch 4, das macht in meiner Welt 25 Sekunden. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schnell geht. Gut verrechnet? Nee. Wir haben es gleich. Fühlt sich nicht an wie 100 Sekunden. Ich glaube, es leckt ein bisschen. Fühlt sich nicht an wie 25 Sekunden. Aber wir kommen dem Ozean näher und wenn es jetzt nicht irgendwas total drastisch zerlegt, haben wir gerade auf gigantospektakuläre Art und Weise 100.000 Pfunds verdient. Guck mal, da ist immer noch RCS-Treibstoff drin. Platsch. Wir haben es geschafft. Recover. Wissenschaft. Und das gibt, glaube ich, auch ein dickes Achievement mit. Wir sind das erste Mal mit irgendwas zurückgekommen, was im Weltall war, ohne es kaputt zu machen. Oder? Da gibt es doch bestimmt ein Achievement für. Rödel, rödel, rödel. Recovery of a vessel after suborbital flight. Null Science. Es gab wohl nur so ein Achievement ehrenhalber. Aber Biological Sample 7,5. Danke für den Applaus. Danke für den Applaus. Wir gucken mal, das sollte es auch erledigt haben. 57.000 nochmal obendrauf. 3 Science-Punkte und 12 Reputationspunkte. So, und jetzt haben wir noch 254 Tage Zeit. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, mit was wir uns derweil die Zeit vertreiben. Oh, man kann das nochmal machen. You may complete this contract up to 3 times. Also man könnte das dreimal machen.
Finde ich jetzt persönlich nicht so spannend. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Wir könnten einen Polar Orbit Satellite starten. Was haltet ihr davon? Wir nehmen die originale Mondrakete und fliegen damit einen Satelliten in den Orbit, weil die originale Mondrakete kostet 15.000 oder sowas. Hat auf jeden Fall genug Power für einen Solarorbit. Solarorbit. Polarorbit. Und wir können damit ein bisschen Kohle verdienen. Also, was sagt ihr? Machen wir Polarorbit einfach, um ein bisschen zu üben. Und wir lernen auch mit den Triebwerken umzugehen. Ja, der Winkel in die Atmosphäre war noch gewöhnungsbedürftig. Das muss man der Fairness halber dazu sagen, ja. So, also, wenn keine Widerworte kommen, dann machen wir unseren ersten polaren Satelliten. Einfach nur, um den Orbit ein bisschen voll zu spammen. Und ich glaube, wir haben auch neue Satelliten. Ich kann mal gucken, ob wir einen cooleren Satelliten mitnehmen können. Keine Widerworte. Dann nehme ich das hiermit als akzeptiert entgegen. Ich weiß nicht, First Solar Powered Satellit. Wir können mal gucken. Sekunde bitte. Ich gucke mal kurz, ob ich Solarzellen habe. Wenn ja, könnten wir das natürlich in einem Abwasch machen. Aber ich weiß nicht, ob ich schon Solarzellen habe. Schauen wir mal. Solar. Das sieht crappy aus, aber es ist Solar. What? Non-RP0? Okay. Ach, gucke mal. Reicht doch, oder? Läuft. Okay, dann nehmen wir den Solarsatelliten gleich mit. Weil wenn da jetzt nichts dran steht, von wegen, der muss in einem Äquatorialorbit landen, dann haben wir tatsächlich nochmal doppelt gut gewonnen. Neue Vessel, check, Uncrew, check, generate Solar Power, check, das können wir machen. Minimum Periapsis auf 300 Kilometer, das kriegen wir mit der Mondrakete auch locker hin. Check. So, also dann gibt es jetzt einen Polarorbit-Satelliten mit Solarstrom. Meine Güte, ist das schwer. Ich glaube, ich mache noch ein Bier auf. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Entschuldigt mich kurz. Und ja, ist gar nicht so spannend. Ist das gleiche nochmal. Prost. So, und jetzt nehmen wir einfach den Moon Orbiter her und speichern den einmal ab als Polar Solar Sat 1. So, ich weiß, das ist nicht besonders kreativ, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, den fliegen wir auch mit Vollgas, also so wie es gedacht war. Weil 15.000, dann haben wir 25.000 Gewinn gemacht, wenn es auf dem ersten Anlauf klappt. Abzüglich all der Dinge, die wir jetzt hier noch so treiben. Passt auf. Zack. Haben wir schon neue Satelliten? Das gehört nicht zu RP0. Early Controllable Core. Wir könnten natürlich mal sowas hier tun. Sehr schön. Ja. Zack, als erstes rerouten wir die Kiste mal auf das hier, auf das. So. Passt, passt, oder? Ja. Gut, dann können wir jetzt nämlich den da oben abbauen. So. Und den hier drauf bauen. Ich finde den nämlich ein bisschen schöner so als Probe. Jetzt passen wir das Ding noch an und können das ein bisschen flacher machen. Wir haben ja gleich Solarpaneele. Sagt die Tür. So, jetzt müsst ihr mir mal sagen, das oder das. Also das hier sähe so aus. Ach, das ist ein bisschen too much, ne? Also das hier sähe so aus und das hier sähe so aus. Ich würd zu den kleineren tendieren, oder? Also ich hätte jetzt die kleineren genommen. Ich glaube, das reicht uns für unseren Satelliten.
Dann würde ich davon, was kostet der Spaß? 75. Würde ich davon 4 Stück mitnehmen, dass wir in alle Richtungen so ein bisschen Solarstrom haben. Zack. Und wenn wir jetzt noch eine coole Antenne hätten. Was ist das? Mist. Was ist das? Ist jetzt nicht so doll. Was haltet ihr denn davon, wenn wir so einen ersten Early Small High Gain Antenna, Radar Wide Cone, High Bandwidth, Live Video from the Moon and Simulators, 37 Gigamultotronikometer. Pass auf, wir machen folgendermaßen: Wir machen hier unseren ersten richtig coolen Satelliten, der richtig coole Sachen machen kann. So, Reroute auf das da. So. Zack. Jetzt lasst mich mal was gucken. Also, das hier hat Center of Mass da. Das heißt, damit wir was mit dem Zeug da anfangen können, brauchen wir erstens mal nicht so große Teile. Da reichen uns wahrscheinlich die ganz, ganz kleinen. Very small. Jawohl. Ich glaube, das reicht uns für Kontrolle an dem Satelliten völlig aus. So, Engine, wir wollen Nitrosoxid und da ist Nitrosoxid drin. Passt. So, und dann machen wir hier noch. Jetzt will ich es wissen. Zwei, vier, ich weiß es nicht. Irgendwie so. Komm, wir machen das so. Oh ja. Wir machen so einen richtigen Kommunikationssatelliten draus. So. Weil wenn, dann machen wir hier nicht kleckern, sondern klotzen. Und machen das ordentlich. Zack. So. Guck mal. Das wäre dann unser erster Kommunikationssatellit, den wir in den Polarorbit schießen. Und da der ja auf 300 plus Kilometer Höhe sein muss, hat der hoffentlich auch eine ganz gute Reichweite. Schauen wir mal. Ihr seid beim T-Fachsimpeln angekommen, sehe ich gerade. So. Zack. Dann müssen wir jetzt hier nochmal gucken, dass das alles seine Richtigkeit hat mit dem Abtrennen. Also bla 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 bla. Da sind die vier. Was ist das hier? Das ist das. Okay. Das ist nicht so gut. Das sollten wir separat tun. Und zwar erst sehr viel später zusammen mit denen da. Jawohl. So, was ist das da? Ach, das war dieses unsägliche. Ich habe zwei RCS-Controller da unten, die eh nicht funktioniert haben, Ding. Egal. So, Vollgas. Sind die Solarpanel stark genug für Antenne? Das ist eine sehr gute Frage. Also, diese Solarpanel erzeugen 3,15 Watt. Meine Antenne verbraucht 6. 0,05. Schön auch, dass die 3,5 Watt erzeugen, aber nicht das andere wird in Sekunden gerechnet. Wir haben ein bisschen Batterie, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Fassen wir es so zusammen. Wir werden es sehen. So, jetzt gucken wir nochmal, ob das Ding hier ein Omni hat. Das hat. Warte mal, requires electric charge 50 Watt. Hä? Und die erzeugen 3,15 Watt. Wenn ich das mal 4 rechne. Aber gut, ich kann ihn hibernaten, oder?
das Avionics-Ding. 15,8 Watt. Die wären dann natürlich ein bisschen schöner. Ja gut, aber wir können ihn hibernaten. Ist egal. Und wie das mit den Batterien ist, mit den Antennen ist, werden wir sehen, wenn es oben ist. Wir schießen das jetzt einfach mal hoch. Es geht ja nicht primär darum, dass es ein Kommunikationssatellit ist. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, sage ich jetzt mal. Okay, also safe, was das angeht. Und bauen. So. 16.600. So. Und dann schauen wir mal, dass wir uns als nächstes mit einem Polarsatelliten vergnügen. Das sollte dann auch ganz gut einen guten Teil der Forschungszeit überbrücken. So, und wenn ich Polarsatellit richtig verstanden habe, müssen wir halt nach Norden fliegen. Viel mehr wird es ja am Ende des Tages nicht sein. Dann haben wir noch 130 Tage, die wir abwarten müssen. Wieder perfektes Timing, was das Sonnenlicht angeht. Das heißt, wir können direkt loslegen und wir fliegen jetzt in einen Polarorbit, um einen Solarsatelliten auszusetzen. Naja, Polar, Solarsat eben. Und wenn alles richtig gut läuft, kann der sogar noch ein bisschen Kommunikation machen. Schauen wir mal. Zumindest temporär, bis wir ihn hibernaten müssen, weil wir zu viel Strom verbrauchen. Ba-ba-ba-ba. Und los. Und los. Komm. Sehr schön. So. Zack. Das haben wir. Vollschub ist drin. Ich mache einmal kurz die Pumpen an. So, das wird jetzt ein bisschen lauter natürlich wieder. Weil wir jetzt mit sehr vielen Triebwerken starten. Aber fetzt natürlich dann auch mehr. Das heißt, wir fahren die Kiste jetzt hoch. Und wir haben Liftoff in 3, 2, 1 und Leck und Liftoff. Von beiden ein bisschen. Okay, wir sind unterwegs zur ersten Polarmission. Das heißt, wir werden jetzt gleich, sobald ich Kontrolle habe, das dauert einen kurzen Moment, werden wir so ein wenig in Richtung Norden kippen. Jetzt sind die Controls da. So, Norden ist dort. Oh, nicht zu sehr in Richtung Norden kippen. Okay, ich werde uns mal eindrehen, dass das vernünftig aussieht. Wieder schön auch seitlich arbeiten können. So, und dann geht's weiter in Richtung Norden. Sehr schön. Okay, wir sind unterwegs in Richtung Norden. Ich hoffe mal, unsere frühsteinzeitliche Technologie sieht das auch so, dass wir unterwegs in Richtung Norden sind. Und hält lang genug durch, dass wir in den Polarorbit ankommen. Heute mal wieder mit großer Rakete. Aber die hat sich auf jeden Fall ja auch auf dem Weg zum Mond ganz gut geflogen. Also wird sie uns hoffentlich auf dem Weg in den Polarorbit auch nicht in den Stich lassen. Im Stich lassen, meine Güte. Es geht schon langsam in Sprachlähmung über. So. Ich finde vor allen Dingen den Sound gut, Thorsten. Hör dir das mal an. Da kann man den Nachbarn auf dem Subwoofer richtig Ärger mitmachen. Ne? Jetzt muss ich trotzdem mal langsam meinen Gravity Turn machen, sonst wäre ich jetzt zu sehr in der Gegend. Schön ist auch, dass wir mit der Mondstage, die wir auch schön oft noch nachzünden können, wahrscheinlich noch eine ganz gute Möglichkeit haben, gegebenenfalls nachzukorrigieren, wenn die Inklination nicht ganz hinhaut. Wir müssen ja eine Inklination hinbekommen von bla bla.
Zwischen 85 und 95 Grad, also wir müssen auf 5 Grad genau sein. Das sieht jetzt noch nicht so aus, um es mal nett zu formulieren. Da geht wahrscheinlich ein bisschen was. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Platz. Und es steigt langsam an, was die Inklination angeht. Oh, jetzt hat er kurz gar nicht reagiert und dann hat er sehr heftig reagiert. Das war gefährlich. Also, Inklination liegt jetzt bei 77 Grad. Das heißt, wir ziehen uns langsam aber sicher in Richtung Polar. So, wir sind jetzt kurz davor, dass wir Stage Step machen für unsere Seitenbooster. Kurz mal stillhalten die Kiste. Und dann klappt das hoffentlich sauber. Wir haben Engine Cutoff für die seitlichen Booster sauber abgetrennt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf den Orbit-Ansicht rüber, um das zu klären. Und jetzt sehen wir auch schon, dass wir da noch ein bisschen korrigieren müssen. Das werde ich jetzt auch gleich mal tun. Weil theoretisch, wenn wir den hier sauber auf den Nord bekommen, dann müssten wir exakt auf 90 Grad oder so liegen. Das sieht auch schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir es nicht versauen beim Separation. Bei der Separation. Schön stillhalten und wir seppen nach dem Main Engine Cutoff. Das ist jetzt der Fall. Separation und Zündung, nächste Stage. Und Fairing. Weil wegen Fairing und so. Entschuldigung. Kann ja mal passieren. So. So, jetzt müssen wir noch auf 300 Kilometer hochkrabbeln. Auch da bin ich unbesorgt, dass wir das noch hinkriegen. Und währenddessen können wir mal gemütlich, ganz gemütlich, unsere Inklination auf 90 Grad bringen. Heieiei, das wäre beinahe schief gegangen. Aber nur beinahe. So. Jetzt mal ein bisschen. Ich mache jetzt mal die erste Antenne an. So, das sollte uns hoffentlich genug Kontrolle für den Vogel geben. So, wir fliegen jetzt hier auch über diese Station drüber. Ich weiß nicht, ob da oben noch irgendwas kommt. Ja, da oben kommen dann auch noch Stationen. Also, ich denke mal, funktechnisch müsste das kein Problem werden. So, und jetzt heißt es eigentlich nur noch auf Richtung... Da ist nichts kaputt. Wir sind jetzt vom Main, oder von unseren Main Booster Triebwerken natürlich auf die Second Stage Engines rüber. Das müssten die Agena Triebwerke sein, oder? Was habe ich da? Ja, die XLR 81 Agena Vacuum Engines. Die sind tatsächlich ein bisschen leiser. Angenehm leiser, möchte ich auch meinen. So, und jetzt müssen wir das ganze Ding hier in den Orbit hochziehen. 300 Kilometer Periaps war für Solarsatellit und hier ist einfach nur noch, im Prinzip müssen wir einen Orbit schaffen. Die Inklination sieht gut aus. Wir ziehen uns ganz, 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 ganz langsam an die 90 Grad ran. Das ist dann so der perfekte Polar-Orbit mit unserem Solarsatellit. Das macht mich echt fertig, ehrlich. Also da sind wir echt gut unterwegs. So, und ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht mehr so stark zur Seite ziehen. Wir sind jetzt schon bei 89,2 gleich 0,3 Grad Inklination. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus, dass das klappt. Und wir dann, ja, also ich meine, wir haben dann theoretisch noch Sprit, um mal am Mond vorbeizugucken oder sonst irgendwas. Oder wir machen... ich wollte gerade sagen, jetzt, oder wir machen geostationären Satelliten raus. Das war jetzt natürlich ein Hirnfurz. Weil das nicht funktioniert. Nicht im Polarorbit. So, mit O und ohne H. Es ist eigentlich nur noch das Wartespiel jetzt. Wir sind bei 328 Kilometern Apoapsis. Wir können eigentlich auch noch ein bisschen, das ist ja nur Minimum, wir können sogar noch ein bisschen höher.
Weil je höher wir sind, umso einen besseren Winkel können wir eigentlich abdecken. Und wir haben genug. Wir haben genug Delta V, um das zu tun. Ja, Relay kann er dennoch sein, das ist richtig. Das ist richtig. Ich kann ihn nur nicht geostationär machen. Das wäre jetzt natürlich schön, ist aber Bullshit auf einem Polarorbit. Und guten Abend auch an den Hörnerize. Hörnerize, Hörnerize. Hallo. Schön, dass du da bist. Und auch schön, dass du mich hostest. So. Warten, 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 fliegen, fliegen, fliegen. Wir sind bald so weit, dass wir im Orbit sind. Uns geht auch langsam der Sprit in dieser Stage aus. Aber es sieht gut aus. Also jetzt kommt hinten raus natürlich nochmal ein bisschen Delta V. Knappe 1000 sind noch drin. Also wir beschleunigen jetzt nochmal sehr stark. Es wird, glaube ich, in dieser Stage nicht ganz in den Orbit reichen. Oh, und da verlieren wir auch das erste Triebwerk. Erste Ausfallerscheinung. Mach mal das Gegenstück aus. Habe ich das richtig gemacht? Das müssten jetzt die zwei sein, die noch laufen. Genau. Jetzt wird's richtig eklig. Alter Verwalter. Da geht jetzt natürlich gar nichts mehr. Okay. Ich glaube, das machen wir mal lieber aus. So, wir haben jetzt eine sehr lustige Flugbahn. Ich warte mal kurz, dass wir zumindest sowas ähnliches wie Prograde hinbekommen, damit ich die nächste Stage zünden kann. Komm, geh an. Warum brennst du nicht? Ach, Gott sei Dank. So, Prograde, los. Schnell. Heieieiei. So. Das war bisschen knapp und wir sind jetzt auch ein bisschen am rotieren, aber unser Engine ist an und das ist die Hauptsache. Ja, hinten raus hat da jetzt die zweite Stage ein bisschen versagt, aber nichts, was uns aufhält. Wir sind jetzt ganz kurz davor, dass das gut wird. Alter, was haben wir denn für einen Orbit jetzt zusammengeeiert? Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal nachzünden. Ich hoffe, haben wir da drüben, ja, also Stationen haben wir da mehr als genug. Das wird sonst nämlich nichts. Also wir müssen die Periaps noch hochdrücken. Also den First Polar Orbit Satellite haben wir geschafft. Ja. Die Solar-Nummer müssen wir die Periaps noch ein bisschen höher bekommen. Sie ist jetzt aber auf jeden Fall schon mal über 150 Kilometer. Das heißt, wir bleiben, oder über 140 Kilometer. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall in einem Bereich, wo wir mehrere Anläufe dafür haben. So, jetzt ist die Frage, wenn ich den Kram hier hibernate, sind wir dann safe oder verliere ich den dann? Hibernating. Dann verbraucht er 0,15. Das heißt, ich bin auf jeden Fall stromtechnisch nicht unbedingt das, was man im positiven Bereich nennen würde. Wir verbrauchen auf jeden Fall Strom. Und das macht gar nicht so viel Unterschied, ob ich ihn hibernate oder nicht. Das könnte aber noch der andere Kram da unten dran sein. Wir werden es sehen. Gut. Heißt aber für uns, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da drüben irgendwo hin eiern. Wir müssen da nämlich nochmal ein wenig korrigieren, um unsere... Oh Gott, ist das Ding am Eiern. Um unseren Orbit so hinzubekommen, dass wir zumindest den Vertrag erfüllen, unabhängig davon, ob es dann reicht oder nicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir es hinbekommen.
Wo sind wir denn? So, ich mache jetzt erstmal meine geliebte Kotze-Kamera an, mit der wir die Dinge aktivieren können. RCS enabled. RCS enabled. Lalalala. Also, wir machen jetzt einmal unsere RCS-Truster an. In der wilden und dennoch unbegründeten Hoffnung, dass das funktionieren könnte. Ah, doch. Gar nicht so schlecht. Er versucht es zumindest. Also, wir probieren jetzt mal. Ja, vielleicht muss ich das mal machen. Ja, ich probiere mich jetzt mal zu drehen. Ja. Lass mich mal kurz überlegen. Da lang. Da lang. Ich versuche konsistent mich in eine Richtung zu drehen. Ich glaube, das funktioniert. Oder auch nicht. Oh Gott. Hör auf zu drehen, Mann. Ich habe halt keine Umdrehung. Ich habe keine, um Spin aufzufangen, ne? Ah. Wir könnten natürlich einfach gucken. Okay, die Drehung hat einen Vorteil. Wir können das Triebwerk einfach durchzünden. Wir sind nämlich stabil, weil die Rotationskraft unseren Treibstoff drückt. Wir müssen dann nur relativ schnell. So, wartet mal. Also, folgendes. Zack, zack. Wir wollen Prograde gehen und Zündung. Weil das müsste uns. Yes! Yes! Wir drehen uns zwar immer noch wie die Bekloppten. Ich mache das jetzt mal aus, damit ihr mir nicht auf die Tastatur kotzt. So. Wir drehen uns zwar immer noch wie die Bekloppten, aber. Ist egal. Wir haben nämlich. Hallo? So. Wir haben nämlich geschafft, was wir schaffen sollten. Wir haben 300 Kilometer Periapsis erledigt. So, und jetzt können wir uns nämlich mal von diesem Gerotz da unten trennen. Weil wir es jetzt nicht mehr brauchen. Und dann wird es mal spannend, wie es mit dem Stromverbrauch aussieht. Also, zack, das sind einfach nur die blöden Steuerungseinheiten und zack, jetzt sind wir mit unserem Probe Core unterwegs, der ein bisschen rotiert. Aber so ist das halt manchmal. Ich mach mal kurz an. Nein, kann er nichts gegen tun. Wie auch. Er rotiert halt ein bisschen, ne? Prost. Erfüllte Mission ist eine erfüllte Mission, ist eine erfüllte Mission. Und jetzt können wir mal gucken, wie das gleich aussieht, wenn wir mit Freund Blasebalg nämlich ins Sonnenlicht gehen. Rödel, 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 rödel. Ha! Oh, verdammt. Es sah fast so aus, als ob er laden würde. Hier sieht es zumindest so aus, als ob er laden würde. Ja. Na gut. Nicht ganz. Was wäre, wenn wir ihn jetzt hibernaten? Guck mal, da ist so ein Müh. So ein Müh an Aufladung. Oder? Ja. In wenigen Stunden wird er sicherlich einen Strom aufgeladen haben. Ich bin mir sicher, da steht Minus. Das steht auch noch da, wenn ich aus dem Zeitraffer rausgehe. Also theoretisch und wahrscheinlich auch praktisch. Ah, guck mal, da war auch noch gar nicht. Transmit Data. Düt. So, noch ein bisschen Forschungspunkte eingesackt. So, also wir haben unseren ersten Satelliten, der, wenn wir ihn hibernaten, zumindest ein bisschen Strom auflädt, der theoretisch und wahrscheinlich sogar praktisch auch als Relay funktionieren kann und sogar eine coole große Antenne drauf hat. Also groß. So groß, wie es halt so geht bei uns momentan. Das heißt, wir haben auch das, also ich würde jetzt sagen, mit Bravour gemeistert und ich gebe euch nochmal meine Lieblingsansicht. Wartet, wartet. Einfach nur, weil es so eine schöne Ansicht ist. Weil es so wunderschön ist,
in diesem mit dieser Aussicht über Kerbin zu fliegen. Ist das nicht? Also ich finde, also mir gibt das so viel. Zum Beispiel einen unruhigen Magen. Ist das gerade der Nordpol oder der Südpol? Hat jemand drauf geachtet? Das müsste der Südpol sein, ne? Sieht wie Kontinentalmasse aus. Das könnte der Südpol sein. Und seht ihr das da, die Polarlichter? Sehr schön. Wunder, wunderschön. Ich hoffe, irgendjemand klippt das gerade, damit wir uns das gegenseitig vorspielen können, wenn wir von irgendwelchen Feiern zurückkommen und betrunken sind. Schön. So schön kann Raumfahrt sein. Und immer bemerken, oder immer merken, baut RCS-Dinger in schräg an, sobald ihr welche habt. Benutzt sie. Die sind es wert, damit genau sowas nicht passiert. So, gut, ich mache mal das Interface wieder an. Und ich würde sagen, nachdem ihr jetzt alle euch ein bisschen erleichtert habt, gehen wir doch mal gucken, was in Mission Control so auf uns wartet. Vielleicht gibt es ja noch eine nette Kleinigkeit, bevor wir bemannte Raumfahrt starten, die man so erledigen könnte. Und nein, wir fliegen nicht zu Mars oder Venus als nächstes. Das ist noch ein bisschen. Lasst uns erstmal mit bemannter Raumfahrt anfangen, bevor wir solche Bretter uns hinlegen. Ich habe die da unten auch schon gesehen, das Venus-Flyby und das Mars-Flyby. Mir ist aber was ganz Elementares aufgefallen, weshalb ich das, egal wie sehr ihr schreit, heute nicht machen werde. Ich muss die Kerbal-Alarm-Glock installieren. Ich habe total vergessen, Kerbal-Alarm-Glock zu installieren. Ich glaube, irgendjemand hat mir das auch schon mal gesagt. Ich muss das noch nachinstallieren, damit ich weiß, wann ich überhaupt ein Transferfenster habe. Ja. Oh. Guck mal, wir könnten einen ersten Kommunikationssatelliten starten. Kenngenerate Solar Power. Check, das können wir machen. Achieve Orbit with a Minimum Inclination of 58 Kilometer and an Apogee of more than 4500 Kilometer. Okay. Könnte man machen. Das mit dem Rotationslos kann ich nicht versprechen, wenn die Triebwerke wieder ausfallen. Wird das wieder genauso passieren? Ganz genauso. Atmospheric Analysis Satellit. Achso, da müssten wir Temperature und Barometer scannen. Also recovern. Okay. So binde ich meine Zuschauer nicht. Es kommt jetzt drauf an. Ich könnte das ja als Diätprogramm verkaufen. Also, ich glaube ja tatsächlich am nachhaltigsten wäre, wenn wir den Kommunikationssatelliten machen. Wie seht ihr das? Wir können natürlich auch noch mal zum Mond fliegen. Ist aber etwas kom. Also wir haben prinzipiell eine Rakete, wenn sie es gut mit uns meint an dem Tag, können wir einen Lunar Flyby machen. Das kann man alles hinbekommen. Aber wie wir gerade gemerkt haben, muss ich es gut meinen an dem Tag. Ich tatsächlich würde ich sagen, lasst uns doch den Kommunikationssatelliten machen, oder? Also, Werner Kürmann sagt, Ich meine, den Lunar Flyby haben wir jetzt auch schon mal gemacht. Also man kann ihn mehrmals machen. Gibt natürlich ordentlich Asche. Können auch noch mal zum Mond fliegen. Was? Sun Synchronous Orbital Satellite. Das ist natürlich auch abartig. Leco mio. Okay, da müssen wir das erste Mal aus dem Dings raus. Also, was sagt ihr? Wir haben alles zur Auswahl, was da steht, außer Venus und Mars. Die Startfenster kann ich im Moment noch nicht hinbekommen. Wir können auch einen Impactor probieren. Lunar Impactor ist natürlich auch eine Option. Das haben wir zumindest noch nicht gemacht. Wir können auch mal gucken, was bringt der denn? Der würde auch richtig was bringen. Also, complete blablabla, Impact the Moon. Destination Moon, Altitude below, bla. Altitude below 50 Meter. Impactor? Können wir auch machen. Wir können.
Wir können mal mutwillig auf den Mond abstürzen. Ja, dann kriegt ihr einen Bumm und wir Science-Ergebnisse. Könnte man natürlich auch kombinieren, ne? Dass wir sagen, wir nehmen den Flyby mit und gehen dann in den Impactor rüber. Ja, läuft. Gut. Das Schöne ist, die Rakete dafür haben wir schon fertig. Denn, ich zauber jetzt mal, wir holen jetzt einfach unseren Moon Orbiter wieder hervor, weil was es in den Orbit schafft, schafft es sinnigerweise natürlich auch aufzuschlagen. Das heißt, wir müssen nichts Neues konzipieren. Ja, Orbit hieße. Ich kann das im Moment noch so schlecht steuern. Ich würde gerne aus dem Flyby dann direkt in Absturz gehen, weil das sonst so knapp wird mit dem Impact. Wir können auch noch einen Orbit mitnehmen, ehrlich gesagt. Wir können es probieren, ob wir alles. Es wird ein bisschen tricky, aber wir können es probieren. Also, laden. Rüdel, rüdel, rüdel. Da müssen wir jetzt nur einmal das da korrigieren. Zack. Und wir können dann einmal das da noch ordentlich machen. Das da funktioniert nämlich nicht, was ich mir da ausgedacht hatte. Diese lustigen kleinen Dinger können wir uns sparen. Und wir brauchen sie auch nicht. Von daher alles nur Totgewicht. So. Okay. Das heißt, das hier ist unser erster offizieller Moon Impactor. Zack, jetzt müssen wir mal schauen, dass das. Oh, gut, spricht eigentlich nichts dagegen. Das können wir auch auf einer Stage lassen. Das hat ja mal wunderbar funktioniert. Jetzt korrigieren wir das auch mal. Das ist der Moon Impactor One. Also diesmal legen wir es drauf an, wirklich aufzuschlagen. Auf den Mond. Jetzt müssen wir mal gucken. Moon Inclination. Kann ich diesmal auch gleich richtig starten? Ba, 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 ba. 5,156 Grad. Okay. Müssen wir mal gucken, ob ich das gedanklich so umgesetzt bekomme. Gut, das hatten wir alles. Bla 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 bla. Staging ist bla 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 bla. Das passt alles. Ja, haben wir nichts dran geändert. Sollte funktionieren. 15.000 Ocken und Feuer frei. Wir bauen das jetzt. So, und dann nehmen wir jetzt noch die Orbit-Nummer an. Gut, dann müssen wir es jetzt nur noch hinbekommen, dass wir quasi den passenden Flyby machen, in Orbit übergehen und dann den Impact, right? Dann haben wir richtig viel Geld verdient, wahrscheinlich. Lunar Orbiter. So. Puh, ihr wollt immer Sachen haben. Das wird natürlich ein bisschen anstrengend jetzt, aber damit können wir auf jeden Fall gut Zeit überbrücken. Ja, mal schauen, ob die Forschung zuerst fertig ist oder unser Moon Impactor. Der Moon Impactor, 110 Tage und 15 Tage später, knappe 2 Wochen später, wird unsere. Unsere Forschung fertig. Das ist prinzipiell auch gut. Jetzt müssen wir natürlich noch den Kram da rausrollen. Das dauert auch nochmal 3 Tage. Gut. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, Start, oder? Spricht ja nichts dagegen. Ja. Etienne, Tipp, um das zu verbessern, weniger Parts benutzen. Das klingt jetzt, ist sicherlich nicht die Antwort, die du hören willst. Aber ja, ab der 1,8
1 wird es ein bisschen besser. 1-0 war richtig schlimm und davor sowieso mit dem Part-Count, aber am Ende des Tages versuch so wenig Parts wie möglich zu benutzen. Es ist, wie gesagt, sicherlich nicht die Antwort, die du hören willst, aber so ist es leider. So ist es leider. Okay, also wir starten in Richtung Mond. Das heißt, jetzt starten wir erstmal als allererstes in den Transferorbit und ich muss mal gucken, wo sind wir? Wir sind hier. Das ist unser Ziel. Wo sind wir? Da. Da. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus, dass wir da auf eine schöne Umlaufbahn kommen, wo wir den Mond schon mal gut erreichen können. Werden wir sehen. Also, ich probiere mein Bestes, dass das sauber funktioniert. Wir schalten unsere Fuel Pumps ein, damit wir nicht zu viel Treibstoff verlieren. Und ich würde sagen, wir starten zur Mondmission 2.0, unser zweiter Flug in Richtung Mond. Diesmal mit ein bisschen mehr auf dem Radar, was wir erledigen wollen. Und wir starten unsere Engines und gehen in den Countdown. Start in 3, 2, 1 und Liftoff mit ordentlich Lag, wie immer. Wie so, dass das mal. Guck mal, wie Dreck es unten rausbläst. Schön alles einnehmen. So, wir sind unterwegs und steigen langsam auf. Habe ich das eigentlich schief gemacht? Das sieht irgendwie schief aus, ne? So, Kontrolle ist da. Nutzen wir die Kontrolle nochmal. Ja, da ist wieder das schöne Brummen von guten First Stage Engines hinter. Der Duft und Krach von verbrennendem Kerosin. Also es kommt irgendwo aus dem Realism Overhaul, dass die Engines erst hochfahren müssen. Also da, wo auch diese ganzen echten Spritsorten drin sind, kommt auch dieses verspätete Zünden her, weil es einfach Sinn macht, weil so ein Raketenmotor ist halt nicht von jetzt auf gleich auf voller Leistung. Der braucht einen Moment und verbrennt währenddessen natürlich auch wirklich Sprit. Deshalb sind diese Fuel Pumps auch so wichtig am Anfang. Auf den Launch Clamps, da gibt es ein deutsches Wort bestimmt auch für, Startklammern oder so, weil das echt hilft, nicht so viel Treibstoff zu verschwenden. So, apropos Treibstoff verschwenden, ich mach mal einen Gravity Turn. Da diese Exzentrik an. Ich glaube, wir gehen jetzt auch mal auf eine Inklination, also Exzentrik sage ich schon, auf eine Inklination von 5 Grad. Das werden wir jetzt mal so nach und nach einleiten, während wir losfliegen. Komm, jetzt kommen endlich, Mensch. Ich tue hier viel zu lange. Oh, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Jetzt schön flach. Jetzt müssen wir nur noch schnell werden. So. Genau, und hier müssen wir mal gucken. Inklinationstechnisch sollte das theoretisch hinhauen, dass wir. Tatsächlich eine Umlaufbahn haben, die der Mondumlaufbahn ganz gut entspricht. Kommen schön flach raus. Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir auch wenig Treibstoff gegen die Gravitation gerade verbrennen. Und wir sind jetzt kurz vor Stage Set für unsere Booster. Wir machen die Abtrennung der Booster und gehen weiter mit unserer Hauptstufe. Sieht gut aus, hat alles gut geklappt. Hoffen wir mal, dass sie uns heute bleiben, so lange wie möglich.
Wir sind gut unterwegs in Richtung Apoapsis, haben jetzt auch die 140 Kilometer geknackt. Das heißt, wir können jetzt... Ah, Tage will ich nicht. Ich will Orbit. Dankeschön. Okay. Also ich gehe jetzt schön flach raus, denn jetzt geht es nur noch um blanke Geschwindigkeit. Und wir sind kurz vor Main Engine Cutoff und wir machen Stage 7 auf das nächste Triebwerk rüber mit gleichzeitigen... Wegschmeißen unseres Fairings. Auch das hat gut geklappt. Soweit. Und wir sind jetzt auf der Stage 2 und brennen die raus. Hoffen wir mal, dass sie heute ein bisschen glorreicher unterwegs ist, um es mal nett zu formulieren. Ich fahre jetzt erstmal die kurzen Antennen aus für unsere Explorer Probe. Die große Antenne kommt dann gleich noch. Und wir verlassen jetzt den letzten Furz Atmosphäre in Richtung Weltall. Das ist natürlich im Echten auch nicht so, ne? Also irgendwo bei Kerbal Space Program ist auch bei Realism Overhaul immer noch die Grenze. De facto ist es so, dass auch weit, weit draußen noch eine ganz, ganz dünne Atmosphäre verfügbar ist, weswegen auch eine ISS und so immer mal wieder per Steuertriebwerke ein bisschen nachkorrigieren müssen. Und im Low Earth Orbit, also im LEO, deshalb Satelliten auch früher oder später, wenn man nichts dagegen tut, wieder in die Atmosphäre fallen. Ja. So, das ist nicht ganz korrekt. Das müssen wir mal korrigieren. Dass wir hier sauber unsere Triebwerke zünden. Oder sauber unsere Booster zünden, bevor wir das Triebwerk zünden. So stimmt es eher. So, und wir treiben jetzt langsam, aber sicher in Richtung Orbit hoch. Wie lange mache ich noch? Also der Plan ist bis ungefähr Mitternacht. Also ich werde heute nicht nur bis 23 Uhr machen, sondern wie gesagt, heute ist das erste Mal, dass ich den Stream mal auf 3 Stunden verlängere, weil ich mich mit Livestreaming einfach mittlerweile ein bisschen wohler fühle und merke, dass ich nach 2 Stunden noch kann. 6 Stunden machen mich immer noch fertig, aber so 3 Stunden probiere ich jetzt einfach mal. Mal gucken, wie gut ich damit klarkomme. Das heißt, heute ungefähr Mitternacht, aber für alle, die das nicht mehr schaffen, weil sie ins Bettchen müssen... zur Arbeit müssen, morgen zeitig raus und so. Seid unbesorgt, das Video geht morgen natürlich auch bei YouTube online. Ihr könnt dann weitergucken und ihr könnt natürlich auch hier bei Twitch noch weitergucken, also die Aufzeichnung gucken. Ja. Eigentlich müsste sie Richtung 0 gehen. Ich weiß nicht, warum das so komisch angezeigt wird. Weil eigentlich die Inklinationen laut Wikipedia 5 Grad sind. Das sieht mir hier aber nicht aus wie 5 Grad. Habe ich auch falsch gelesen, aber wenn ich hier mal so gucke, sieht es ganz gut aus. Ich fliege jetzt einfach auf das Ziel zu, ungefähr, und das scheint von der Richtung her zu passen. Also es scheint nicht komplett falsch zu sein, zumindest. Wir werden es sehen. Wahrscheinlich kann man auch irgendwo noch, gibt es bestimmt irgendwas Spannendes von MechJab. Target, Gedöns, Utilities. What the fuck? Ich mach's lieber wieder aus. Ich bin tatsächlich sehr schlecht mit MechJab. So. Wie sieht es denn hier aus? 1 Minute 7 und 4 Sekunden. Wir sind gut unterwegs. Noch laufen alle Antriebe. Auch das ist gut. Unser Orbit sieht von der Inklination her... mit viel gutem Willen. Mal gucken, wie das nachher aussieht, aber ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht zum Mondorbit. Also auf jeden Fall wird die Abweichung nicht allzu groß sein, denke ich mal. Wir können noch ein bisschen rübergehen, aber am Ende des Tages passt es, glaube ich, grob. So, schauen wir mal. Noch laufen auch alle Triebwerke sauber. Und wir nähern uns zunehmend der Orbitalgeschwindigkeit. Ich bin... Jetzt ist natürlich unser Satellit oben ein bisschen leichter. Ich bin mal ganz zuversichtlich, dass das diesmal klappen könnte. Das sieht wirklich nicht schlecht aus, dass wir in den Orbit kommen mit der Stufe. Und ich sag Anjali, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kommonauten. Und da verlassen uns jetzt auch langsam die Antriebe. Nicht schon wieder.
Heute ist nicht so ideal Standard. So, wir versuchen das jetzt mal noch zu Ende zu fliegen mit den zwei Antrieben, die wir haben. So gut es halt irgendwie geht. Ah, da geht schon der nächste flöten. Es fehlt nicht mehr viel. Wir sind gleich im Orbit. Ich glaube, wir schleichen uns tatsächlich noch mit dem Antrieb hoch. Ja, alles gut. So. Okay, jetzt mache ich aus. Das bringt jetzt nichts mehr. So. Also. Im Großen und Ganzen haben wir einen Orbit. Der ist auch gar nicht so schlecht verglichen mit dem Mondorbit. Gar nicht so schlecht. Heißt natürlich nicht ideal. Aber es ist, glaube ich, ein guter Anfang. Von da aus können wir starten. Die Periapsis liegt auch über 100 irgendwas. Und sie liegt an einem guten Punkt, dass wir eigentlich weiterarbeiten können damit. Ich gucke jetzt mal, was wäre, wenn... Was wäre, wenn wir hier loslegen? Ich glaube nämlich, dass das gar nicht so schlecht ist. Ah, sehr gut. So, wir müssen für den initialen Flyby... Within 5000 Kilometers. Das kriegen wir sicherlich noch ein bisschen besser hin. Oh, so schon mal nicht. So. Also ich meine, das ist schon within 5000 Kilometer. Kann man natürlich auch erstmal mit arbeiten. So, der Orbit muss... Lunar Impactor. Periapsis zwischen 20.000 und 5 Millionen. Okay, das heißt, wir sind eigentlich safe auf der Höhe. Das heißt, wir können aus dieser Höhe anfangen zu arbeiten. Das ist der Flyby, dann kommt die Bremsung. So, Thorsten, gute Nacht, schlaf schön und viel Spaß mit der Aufzeichnung morgen. Also, damit können wir arbeiten. Das wird dann der Flyby. Aus dem Flyby müssen wir einmal Science-Daten sammeln. Ja. Und dann müssen wir noch den Orbit einbremsen. Kriegen wir hin. Okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt erstmal... Wartepause. Bis wir an die richtige Stelle kommen. Ich glaube, da können wir ein bisschen schneller rotieren. Eine Stunde 17 ist nämlich ganz schön lange. So, also 9 Minuten haben wir Zündungszeit, das heißt, also Brennzeit, Brenndauer, wie auch immer man es nennen will. Ich glaube, das wird nicht ganz so lang sein, weil wir in der letzten Stage nur 2 Minuten und ein bisschen drin haben. Von daher gehe ich davon aus, dass wir einfach durch das weniger Gewicht, wenn wir jetzt gleich in die Separation gehen, deutlich besser dastehen werden. Das heißt, wir gehen mal so auf, ich denke mal 4 Minuten an das Manöver ran. Und dann müssen wir eine Drehung der Rakete abwarten, dass wir uns in dem Moment absplitten, wo wir in Richtung Prorate zeigen. Also ich benutze dann das SRS als Unterstützung, um schnell auf die Richtung zu kommen. Ich glaube, ich gehe noch näher ran. Ich meine, wir haben 2 Minuten 44 Burn-Time. So. Wir lassen ihn die Rotation jetzt machen. Und wenn wir jetzt gleich rumkommen, ich schalte ihn jetzt auf Prograde um, trennen wir ab, zünden die Solid Booster und zünden unser nächstes Triebwerk. So dass wir uns dann übers SRS ausrichten auf den Prograde. Von da aus übernehme ich dann die manuelle Kontrolle in Richtung Manöver.
Das heißt, wir bereiten das jetzt alles vor und haben dann auch 2 Minuten und ein bisschen, die wir brennen müssen. Und ich mache jetzt unseren Sepp. Hallo? Oh, ich habe keine Connection. Nein! Weil wir gerade irgendwo überm. Aber da kommt gleich Connection. Gleich kommt Connection. Los, gib mir Connection. Warum hat er das noch nicht? Das ist noch zu flach vom Winkel. Okay, das kriegen wir aber noch hin. Okay, wir machen noch eine Drehung. Verdammte Axt. Okay. Dann kann ich ja noch einen Schluck Bier trinken oder so. Der Transfer rüber zum Mond braucht übrigens 3260 Delta V. Das heißt, wir haben dann noch 700 und ein bisschen übrig. Schauen wir mal. Steht hier zumindest auf meiner Delta-V-Map. Gucken wir mal, ob es dann auch so ist. So langsam wäre eine Connection ganz nett. Meine Güte. Aber die Vandenberg müsste doch bald. Übrigens, Fun Fact, das ist die Vandenberg Air Force Base, auch eine Startlocation, die SpaceX durchaus mal benutzt hat. Oh, ist immer noch hinterm Horizont, ne? Danke, Willop, für dein Follow. Jetzt wäre so langsam mal der Zeitpunkt. Komm schon, ich meine, es ist knapp, wenn ich hier so ein bisschen variiere. Es ist knapp hinterm Horizont. Es kann eigentlich nicht mehr so lange dauern. Come on. Gib mir Funk. Und gute Nacht auch Nervenkobold. So. Los, jetzt wäre langsam ein guter Zeitpunkt, weil ich jetzt gerade auch wieder dran vorbei rotiere. Jawohl, sehr schön. Und Feuer frei. Warum zündet der nicht? Ach so. Shit, das war beinahe verkackt. So. So. So, 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 so. Jetzt Transfer in Richtung Mond. So, wir sind unterwegs. Burntime 3 Minuten 15, sagt er. Es? Da stimmt irgendwas nicht, aber wahrscheinlich, weil sich das Triebwerk jetzt erst entwickelt, berechnet er nicht ganz exakt. Das mag natürlich sein. So, wir nehmen jetzt schon mal hier die Langreichweitenantenne raus, dass da auf jeden Fall keine schlimmen Unfälle passieren. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das so exakt wie möglich timen gleich. Und ich hoffe, dass das Triebwerk durchhält. Das haben wir natürlich nur einmal. Wenn das jetzt ausfällt, ist der Drops gelutscht. Das ist dann halt so. Ja. Wir sind aber gut unterwegs. Also, wir sind ein bisschen drüber jetzt mit dem Manöver. Sie tanzt halt auch echt ziemlich, ne? Großen und Ganzen sieht es nicht schlecht aus. So. Gucken wir mal, was hier die Ansicht sagt. Wir arbeiten dran. Also jetzt sieht man es so ein bisschen. Wir sind aber eigentlich echt gut von der Inklination, was den Mond angeht. Also es ist nicht perfekt, aber die Abweichung ist echt nicht hoch. Wir kommen jetzt natürlich in so einem total abgefahrenen Manöver rein. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das vom Anflug her machen. Das sieht aber gut aus, dass wir von der Periapsis her dann Funkkontakt haben werden. Das heißt, wir können da wahrscheinlich sogar noch fliegen. So, und jetzt müssen wir mal einmal schauen, dass wir gleich an der richtigen Stelle einen Cut-off machen. Und den Antrieb ausschalten. Das war letztes Mal super exakt. Mal gucken, ob ich es heute wieder so gut treffen kann. Das wird natürlich nicht ganz einfach, weil wir mit sehr hoher Thrust Rate jetzt reingerasselt kommen. Wow.
Das war diesmal nicht ganz so gut. 5,1 Delta Faust drüber. Reicht schon, um sich unbeliebt zu machen. So. Gut. Mal schauen, dass wir einen vernünftigen Dings bekommen. So, und jetzt müssen wir mal ein kurzes Manöver planen. Add Manöver, um das so ein bisschen auszugleichen. So. Also, wir müssen ja unter die 5 Millionen. Hilft ja nichts. Ne? Kommen wir ja nicht drum rum. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir es hin? Zum Beispiel durch das hier. Damit können wir natürlich auch die... Also, wir haben noch 900 und ein bisschen Delta V. So wird es schon mal nicht besonders gut. Ne? Das hilft ein Stück weit, aber dann hört es auch auf zu helfen. So. Das hilft uns nicht. Das heißt, dann hilft eigentlich nur noch... Mist, wie kriegen wir das jetzt vom Blickwinkel her gut hin? Ja. 2,2 Millionen ist gut. Ist aber dann leider auch hinterm Mond. Ja, mit RCS-Bremsen stellt ihr euch ein bisschen einfacher vor, als das jetzt ist. Was wir mal machen können, ist aber auf jeden Fall mit RCS das Manöver hier anpeilen. Damit wir zumindest eine faire Chance haben, das durchzuführen. Okay. So, wenn ich das jetzt gleich mache, wird natürlich der Treibstoff auf Very Unstable gehen. Ist aber jetzt auch erstmal total egal. Ich werde die Rakete dann kurz in Rotation versetzen. Damit wir das einmal machen können. Dann wird es natürlich spannend, so eine kurze Zündung hinzubekommen. Das ist ein bisschen der Haken mit diesen Early-Triebwerken. Das große Problem ist nämlich, wie ihr da jetzt seht, ich habe eine Sekunde Zündung. Ist jetzt natürlich auch so hinzubekommen. So, also ich mache jetzt SRS kurz aus. Dann versetze ich die Rakete in eine Rotation, um den Treibstoff hinten ans Triebwerk ranzudrücken. Um nichts anderes geht es dabei. Dann mache ich... das da so. Und ich hoffe, ich kriege sie rechtzeitig gefangen. Das wird jetzt ziemlich tricky. Es wird eigentlich nur eine kurze Zündung. Oh Gott. Ist das gut genug gewesen? Was ist gut genug gewesen? 800 und ein bisschen. Lass ich gelten. So. sehr schön. So. Das Thema haben wir durch. Jetzt kommt der zugegebenermaßen nicht ganz so angenehme Teil. Nämlich zu schauen, dass wir an der Stelle, wo wir das noch vertreten können. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Flyby. So, dann müssen wir mal gucken. Der Flyby wird eine Stelle haben, zack, hier. Da können wir dann noch die Wissenschaftsdaten sammeln und müssten den Flyby erledigt haben. Dann machen wir hier per Hand eine Bremsung in den Orbit rein. Aus der Rotation. Das Triebwerk hat unbegrenzte Ignitions tatsächlich. Das ist ein hypergoles Triebwerk. Genau, da steht jetzt auch keine Dings. Und hypergol bedeutet... Das sind meistens sehr toxische Treibstoffe übrigens, also probiert das bitte nicht zu Hause aus. Das sind zwei Treibstoffe, die nicht gezündet werden müssen, sondern wenn die zusammenfinden, dann entzünden die sich. Also wenn man die zusammenmixt, gehen die an. Exotherme Reaktion, explodiert, brennt,
an. Hypergol ist das Fachwort dafür. Schlag es bei Wikipedia nach. Oder Hypergolic. Vielleicht heißt es auf Deutsch auch ein bisschen anders. Aber ich glaube Hypergol. Genau. Also zwei Stoffe, die gut aufeinander reagieren, mit denen man Feuer machen kann, ohne ein Feuer zu haben. Das ist der Trick bei diesem Mid-Series-Triebwerk. Das heißt, das kann ich so oft an- und ausmachen, wie ich will. Aber ich kann es halt nur sehr digital an- und ausmachen. Das heißt, ich mache es halt an, dann ist es an und 100% Schub. Oder ich mache es aus und dann habe ich halt 0% Schub. Zwischendurch habe ich so eine kurze Schubentwicklung. Und danke, Baser, für dein Abo. Und viel Spaß beim Zuschauen. So, und wir haben jetzt erstmal den wichtigen Teil. Das heißt, also wichtiger Teil im Sinne von, wir sind unterwegs bis zum Mond. So, jetzt tendiere ich fast dazu, mal F5 zu drücken. Und einen Quicksave anzulegen. Weil ab hier wird es echt hässlich, das zu versauen. Wir lassen Freund Blasebalg jetzt mal rotieren. Das kann er nämlich gerne tun. Strom hat er genug. So. Wir machen jetzt einen klitzekleinen Time Warp. Und zwar dorthin. Ich habe ja gespeichert. Kann ja eigentlich nichts passieren. So. Zack. Jetzt haben wir es gar nicht mehr so weit. In 11 Stunden ist der Übergang. Und unser Strom ist alle. Warum ist unser Strom diesmal alle gegangen? Das ist die gleiche Rakete wie letztes Mal. Warum ist sie diesmal alle gegangen? Los, erklärt es mir. Load Save. Wartet mal. 7.04.1957, 23:13 Uhr. Ich denke mal, das ist er. Load Save, Quick Save. Irgendwas stimmt da nicht. Was haben wir letztes Mal anders gemacht, als wir zum Mond geflogen sind? Warum ist uns diesmal der Strom ausgegangen und letztes Mal nicht? Das verstehe ich nicht. Da geht uns eindeutig der Strom aus. Aber warum? Also, andersrum. Warum diesmal? Wir sind doch letztes Mal auch zum Mond geflogen. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn das die zusätzliche Antenne ist? Wirklich so. Was ist anders? Aha. Was ist anders? Aber die große Antenne kann es nicht sein. Wir müssen ja irgendwie Connection halten, sonst haben wir ja ein Problem. Also, ich mache jetzt mal was anderes. Zack, ich aktiviere mal die. Ich treffe sie nicht. Entschuldigt mich, ich muss mal ganz kurz in den dicke Fingermodus. Es bleibt bei 0,15. Hm.
andere Versuch? Was ist denn, wenn ich es so tue? Ich probiere es jetzt mal direkt so. So, jetzt hat er gleich keinen Strom mehr, richtig? So. Jetzt kann er keinen Strom mehr verbrauchen. Aber ich habe noch eine Connection. Ich weiß, dass das ein bisschen gecheatet ist, aber ich baue mir jetzt eine Hibernation. Ich guck mal, ob das funktioniert, mein Hibernate-Trick. Ob ich dann. Also Strom habe ich dann auf jeden Fall noch. Ja, Föhn, Kühlschrank, Triebwerk. Also Triebwerk ist es garantiert nicht. Das erzeugt, wenn dann Strom. So funktioniert das aber. Ist ja witzig, ich kann. Keine Funk-Connection halten. Nee. Jetzt ist das auch wieder weg. So, jetzt kann ich garantiert auch den Strom nicht wieder aufmachen. Wetten. Weil das Ding hier out of power war. Oh. Oh Gott, warum hat das funktioniert? Wie sind wir zum Mond gekommen, Leute? Wie sind wir zum Mond gekommen? Und soll es an sowas Banalem scheitern, wie wir haben keine Solarpanels mitgenommen? Ja gut, wir könnten tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt gehen. Aber so. Also, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Ich mache jetzt. Den dazu. Den dazu. Und ich mache jetzt was völlig Legitimes übrigens. Völlig legitim. So, also. Alles aus. Alles. Jetzt ist Stromverbrauch 0. So, logischerweise haben wir leider auch kein Dings mehr. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir werden in 3 Tagen, 17 Stunden, 10 Minuten und 23 Sekunden. Ich markiere das mal kurz. 3 Tage, also 17 Stunden. Andersrum anfangen. Also 3 mal 24 plus 17 mal 3600. Ja, das ist nicht ganz richtig. Ich hätte vorher auf ist gleich drücken müssen. Sekunde. 3 mal 24. Jawohl. Das sind 72 Stunden. Plus 17 Stunden ist gleich, wichtiger Punkt, mal 3600. Kommen wir bei 320.400 Sekunden raus. Okay. Jetzt stellen wir hier einen Delay ein von 320.400 Sekunden. Check. Ging das jetzt? War das lang genug? Ja, 3 Tage, 17 Stunden. Sehr schön. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt haben wir ja eigentlich dieses künstliche Delay und das müsste jetzt eigentlich dafür sorgen. Ich habe drauf geklickt. Eigentlich, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Zack. Macht er jetzt in 3 Tagen und 17 Stunden den Strom wieder an. Schauen wir mal. Und das wäre jetzt quasi eine echte Hibernation. Das heißt, wir haben den Rechner runtergefahren mit, mach mal aus, bis du in 3 Tagen und 17 Stunden wieder aus dem Deep Freeze erwachst. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob diese abstruse Idee so auch tatsächlich funktioniert.
und wir wieder Stromverbrauch reinbekommen. Das müsste exakt oder relativ kurz vor dem Punkt des Wechsels hier passieren, weil wir haben dann 9 Minuten, also ich habe ihm 9 Minuten geklaut. Das heißt, 9 Minuten bevor wir hier den Moon Encounter haben, müsste theoretisch die Probe wieder angehen. Praktisch irgendwie nicht. Ja, eigentlich hätte ich nicht exen müssen. Er hat's ja eigentlich übernommen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Also er hat es ja dadurch übernommen, dass ich habe ja den Knöpfkiss gedrückt. Für Unlocke den Kram mal. Faszinierend, dass er nicht wiederkommt. Was ist da los? Also, wir sind aus. So, jetzt kommt 3 Tage, 17 Stunden, 11 Minuten. So. Das funktioniert. Das funktioniert, das funktioniert. So, jetzt kommt 320 400. So, das aktiviere ich jetzt als Delay. So, ab jetzt sind alle meine Kommandos delayed um X. Exec ist ein Manöver auszuführen. Ich will aber kein Manöver ausführen, sondern ich möchte diesen Knopfdruck hier verzögern. Ich drücke jetzt den Knopf. Also, Seconds, oder? So. Vielleicht hat er es auch nur nicht genommen, weil er mich hasst. Also, das zu. Die lassen wir jetzt mal noch offen, damit wir arbeiten können. Also. Flight Computer, du bist ein komisches Ding. Also. Delay ist drin. SRS kann ja auch aus, aber. Aber er nimmt Dings nicht. Ah, jetzt hat es. Das nimmt er. Komischerweise. Okay. Aber das macht er sofort. Null Sekunden, zack. Custom? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Das glaube ich nicht. Zack. Ich meine, wir probieren es jetzt einfach mal mit 50 Sekunden Verzögerung. So. Er macht sofort, ne? Warum nimmt er das sofort und das andere nicht? Weil er mich hasst wahrscheinlich. Das wird sein. Wie kriegen wir? Wie kriegen wir das Ding in Schlaf versetzt und wieder aufgeweckt?
Okay, sehr schön, alles gut. So, deactivate. Das kostet uns aber immer noch Strom. Das Teil. Kann man mit der Antenne noch irgendwas anstellen? Kostet uns aber auch keinen Strom. Was verbraucht denn hier gerade Strom? Wo sind denn meine Stromverbraucher? Er verbraucht jetzt 0,15 Electric Charge und ich befürchte, das ist unser Probe Core an sich. Das geht auch nicht weg. Die Frage ist, warum hat es das letzte Mal funktioniert? Und ich kann auch den Probe Core hier leider gar nicht ausschalten. So, der hat eine 300 Kilometer Omni-Range. Der hat eine Omni-Range von 500 Kilometer. Das heißt, ich komme eh gleich in ein fieses Problem rein. Wenn ich hier nicht gleich mal die Antenne ausfahre. Obwohl, ich habe die andere Antenne noch draußen. Hä? Das hast du beim letzten Mal auch verbraucht. Okay, aber wieso bin ich das letzte Mal direkter zum Mond geflogen? Wahrscheinlich bin ich einfach schneller da gewesen. Aber wie lange bin ich das letzte Mal zum Mond geflogen? Doch auch nur so 3 Tage, oder? Und ich meine, ich bin hier irgendwo leer, also nach 7 Stunden, 8, 9, 10 Stunden. Nee, ich glaube, es waren auch 3 Tage. Da muss doch irgendwas gebuggt sein beim letzten Mal oder irgendwas ist jetzt komisch. Jetzt ist nur noch die Frage, ich muss doch irgendwie hibernaten können. Wenn Hibernate dich nicht mag, mach dir dein eigenes Hibernate. Ich probiere jetzt mal was. Wenn ich nicht in der Probe bin. Nee, und ich kann das Triebwerk nicht einfach so zwischendurch zünden. Ich habe so eine hohe Thrust-Weight-Ratio jetzt schon, TJ. Das drückt mich jedes Mal sonst wohin. Also tatsächlich, ich muss ja eine Weile zünden, damit das Strom erzeugt. Und ich habe eine andere Idee. Wir machen uns unsere eigene Hibernation, indem ich über das über die Tracking Station gehe. Das ist nicht ganz fair, aber am Ende des Tages will ich hibernaten. So. Wir fliegen jetzt nämlich rüber zum Mond. Mond. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht immer noch. Und theoretisch... Ach, ich habe mich so die Tracking Station gemacht beim letzten Mal. Das erklärt's. Ah. I see. Habe ich lange gebraucht, um wieder drauf zu kommen. Mal gucken, dann müsste es ja theoretisch jetzt funktionieren. Weil jetzt dürfte er eigentlich keinen Strom gerade verbrauchen. Und für die nächste Probe, mit der wir irgendwo hinfliegen, Freunde. Solarpanels. Sowas von Solarpanels. Und zwar nicht die kleinen Mogli-Dinger da, sondern ordentliche. Sind wir hier? Ne, wir sind hier, ne? Ah, sehr schön. Okay, bisschen noch, 8 Stunden. Lass uns ruhig mal ein Stückchen fliegen. So, zack, 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 zack. Übergang geschafft. Und jetzt würde ich sagen, ist ein ganz guter Zeitpunkt. Wie lange haben wir noch bis zu Peri? 10 Stunden. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und danke für den Follow, Alex Jeff. Oder Alex Geff. Willkommen bei den Kommunauten. Viel Spaß beim Zugucken. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier nicht versauen. Im Endanflug. So, wir haben jetzt noch ein paar Stunden Zeit. Dafür müsste der Strom eigentlich locker reichen. Ich meine, wir sind nach einem Tag oder sowas sind wir leer gegangen. Ich gehe mal auf ein paar Stunden ran. So. Ich hoffe mal, dass uns das reicht. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir unsere Missionen
in Mehrzahl hier noch abgeschlossen bekommen. Ich habe gedacht, dass wir heute noch zur bemannten Raumfahrt kommen. Wir wolltet ja unbedingt eine Mondmission machen. Das war jetzt natürlich zeitlich etwas intensiv, um es mal nett zu formulieren. So. Das hat jetzt aber ein Geschmäckle. Ich finde nicht, dass das ein Geschmäckle hat, weil der Probe Core hat einfach keine Hibernate-Funktion. Und ich bin mir ziemlich sicher, so haben die das damals auch gemacht. Die haben die Dinger irgendwie in Standby geschaltet. Jetzt gucken wir mal, wir haben tatsächlich noch Strom. Sehr schön. So reicht diese Rotation für Stabilisierung von die Treibstoff? Reicht es. Sehr schön. So, Lunar Flyby. Flyby within 5000 Kilometer. Das sollten wir jetzt mal gleich erledigen. Ich guck mal, was zuerst passiert. Ob wir zuerst das Problem haben, dass der Mond zwischen uns und die Erde kommt, oder ob wir vorher 5000 unterschreiten. Aber das sieht gut aus. Da können wir die Flyby-Nummer schon mal erledigen, glaube ich. So, jetzt können wir Science machen. Das können wir auch mal wieder aufmachen, bevor hier irgendwelche hässlichen Sachen passieren. Auch das sollten wir dringend wieder aufmachen. Eieiei, das war schon wieder knapp davor, die Kiste zu verlieren. So, Analyse Telemetrie. Whatever, weg damit. Log Temperature. Interessiert keine Sau. Log Radiation Data. Interessiert keine Sau. Und Record Impact Data. Das hatten wir noch nicht. Habe ich letztes Mal nicht gemacht, seht ihr? Hat sich schon gelohnt. So, damit ist die Flyby-Geschichte erledigt. Ich kann nichts sehen, weil wegen ist so. Geh mal weg. Flyby erledigt. So, jetzt müssen wir Orbit. Es ist einfach nur noch Orbit erreichen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Zündung hinbekommen. Und zwar eine Zündung, die ausreicht, dass wir in den Orbit gehen. Wir haben hier so mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verbindung. Okay, ich mache jetzt kurz einen Quick Save. Ich glaube, ich kann direkt auf der Peri arbeiten. Das sieht gut aus, aber ich kann es ganz schlecht abschätzen, deshalb muss ich es jetzt einmal testen. Ich glaube, das sieht aber gut aus. So, bisschen Mut antrinken. Strom kriegen wir auch hin. Und ja, das sieht wirklich gut aus. Dann können wir hier tatsächlich eine kurze Bremsung machen. Da mache ich mir jetzt einmal ein Manöver für zurecht, damit ich das sehe, wie viel ich noch zu tun habe. Einfach damit ich weiß, wann ich die Bremse reinhauen muss. Wir haben noch 957 Delta V. So, und unsere Periaps ist so oder so unter den geforderten 5 Millionen. 700 und ein bisschen, das reicht. Okay, das heißt, das ist an. Das haben wir auch noch. Ich will mich aber gar nicht stabilisieren, sondern ich lasse die Rotation drin. Das heißt, RSCS bleibt aus. SRS mache ich an. Oh. Oh. Diesmal greift das Leck auch sauber. Jetzt wird es noch viel, viel spannender. Okay, also ich muss 723 Delta V brennen für den Orbit. Ich habe 952. Das sind 20,8 Sekunden. Ich habe ungefähr 1,2 Sekunden Verzögerung. Oh Gott, wird das fürchterlich. Und ich kann nicht. Warum eigentlich nicht? Warum hatte ich eben noch ein Retrograde und so ein Kram? Also Retrograde Hold und hab den jetzt nicht mehr. Ich bin nicht zufrieden damit. Ich bin für Erklärungen zu haben, warum das so ist.
Was meinst du mit den SAS ausgemacht? Den kleinen aktivieren. Der kleine ist aktiviert. Das sind die Antennen sind draußen. MechJab ist auch enabled. Ich bin für weitere Ideen zu haben. Warum? Ich bin für weitere Ideen zu haben. Okay, toll wird das nicht. Toll wird das sicherlich nicht. Schleudertrauma. Schleudertrauma ist eine schöne Idee. Das Problem ist, ich kann es vorher nicht über den Flight Computer machen, weil wenn die Rotation rausgeht, wird der Treibstoff instabil. Ja, das heißt, wir eyeballen das jetzt mal so. Und ich hoffe inständig... Ich hoffe inständig, dass der hier mitspielt. Also, Triebwerk ist very stable, das heißt, damit kann man arbeiten. Jetzt wird's lustig. Und Zündung raus, rein. Okay, ich versuche gerade ein bisschen zu lenken. Das ist, wie gedacht, denkt dran, das hat ja alles eine Sekunde Verzögerung, was ich gerade mache. Das heißt, ich muss auch eine Sekunde vorher... Reicht mir das schon? Und aus. Hat der jetzt plötzlich ohne Verzögerung gearbeitet schon wieder? Ich verstehe ihn nicht. Okay, egal. Orbit check. Okay, gut. Wir machen jetzt nochmal unsere Experimentenserie. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt die Zeitverzögerung schon wieder weg war. Jetzt ist sie wieder da. Ach, was weiß ich. Komischerweise konnte ich es eben... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht zeitverzögert war. Aber ich werde keine Fragen stellen. Ich werde keine Fragen... Irgendwas haut da nicht ganz hin mit der Zeitverzögerung. Oder ich kann mir so gut eine Sekunde Verzögerung vorstellen, dass ich es quasi gar nicht gemerkt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, in dem Moment, wo ich auf ausgeklickt habe, ist das Ding auch ausgegangen. Und die Steuerung ist auch zu schnell angesprochen. Naja, egal. Wir beklagen uns nicht. Wir beklagen uns einfach nicht. So, das heißt aber auch, dass wir jetzt für den Impact 328 Meter pro Sekunde Delta V zur Verfügung haben, die wir reichlich nutzen werden, um einen wunderschönen Impact auf der lichten Seite... Oh, guck mal da. Das sieht doch cool aus. Wir knallen einfach voll in dieses Becken rein. Einfach, weil es cool ist. Zack. Wenn wir 328 haben, nutzen wir sie auch. 328,9. Da wollen wir aufschlagen. In einer Stunde und 10 Minuten. Schön, oder? Genau, einfach nicht fragen, machen. Wenn es funktioniert, funktioniert es. So, das heißt, wir müssen jetzt, in 7 Minuten ist unser Manöver. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir versetzen uns in fröhliche Rotation, denn wir sind natürlich wieder very unstable. Sehr witzig übrigens auch, dass alles hier so SAS und so ein Kram komplett am Durchdrehen ist. Das ist, sobald ich irgendwie T drücke oder R drücke, 1,2 Sekunden völlig korrekte Verzögerung. Sobald ich aber sowas hier mache, mit meinen WASD-Tasten, nicht. Fragt mich bitte nicht, warum. So, was ich jetzt mache wieder, ich bringe den Quill zum Rotieren, damit unser Sprit stabil ist. So, und wir rotieren jetzt schön gerade über das Manöver rüber. Das heißt, ich kann auch, wenn ich in einem günstigen... Wir wissen ja jetzt, dass unser SAS sofort greifen wird. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch dafür zu sorgen, dass RCS aus ist, SAS schon mal vorbereitend an, damit er uns stabilisiert und dann kann ich das Ding ganz gemütlich nach Hause fliegen. Und da wir noch eine Burntime von 6,4 Sekunden haben, können wir da jetzt mal ranwarpen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht hebt sich die Verzögerung durch den Stream auf. Eine sehr schöne Theorie. Ich kann bestätigen, ich habe hier keinen Stream-Lag und war trotzdem nicht verzögert. Hm.
Mind blown. So. Sehr schön. Oh, ich sehe gerade Follower-Ziel erreicht. Das habe ich gar nicht bemerkt. Danke an 10 neue Follower. Und Entschuldigung, dass ich nicht mitgezählt habe. So, ich glaube, die Rotation ist eine gute Rotation. Ne, wir können noch eine Rotation dann, glaube ich, sogar mehr machen, oder? Ja. Wir nehmen mal noch eine mit. Ah, wohl 10 Sekunden wäre gar nicht so weit ab gewesen. Ist egal. Eine machen wir noch. Eine geht noch. So. Jetzt ist nur die Frage, ist eine Sekunde Verzögerung drin, wenn ich zünde oder nicht? Man weiß es nicht. Ist es nicht. So. Ich versuche so exakt wie möglich zu fliegen. Und aus. Empty, jetzt können wir eh nichts mehr ändern und es ist definitiv ein Impact und es ist erschreckend exakt. Wir sind nur ganz knapp dran vorbei. Wir werden auf jeden Fall auf dieses, jetzt kann irgendein Schlaumeier mal nachgucken, was das hier für ein Blabla-Mare, es wird irgendein Mare sein. Also ich halte das mal hier hin, ihr sucht mal eine Mondkarte raus. Mare irgendwas. Und das ist ein Mare, was sogar in Richtung Kirbin zeigt, Kirbin. Erde. So. Gut. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen des Tages. Nochmal gucken, was es hier zu holen gibt. Nee, gerade nichts. Aber wir sind noch high over, oder? Ja. Okay. Also, wir werden jetzt... Mare... Was? Rubertum? Ich bin mir sicher, dass es so nicht geschrieben wird und du mich gerade ärgerst. Robertum. Ah, Mare Robertum. Ich finde, dass es auch so nicht geschrieben wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Mare Robertum auf dem Mond gibt. Aber danke, Neo. Du schmeichelst mir unnötig. Du bist schon Mod, du musst nicht mehr schleimen. So, Prost. Übrigens muss mein Bier noch leer bekommen. So, jetzt kommen wir langsam runter. Ich versuche natürlich noch ein bisschen... Ich glaube, unter 150 Kilometer, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir nochmal die Möglichkeit, Science-Daten zu sammeln. So, und das ist eigentlich wahrscheinlich auch optisch zu schön, um es nicht sich echt anzugucken. Ich mache jetzt mal diese ganzen unnötigen Delta-V-Stats und alles weg. Ist das schön, oder was? So, und kommt, ich einfach nur, weil ich nett zu euch bin... Mache ich jetzt, dass dieses Rotieren aufhört. Okay. Noch haben wir ja Sprit. So. Ist das nicht schön? Immer noch high over, oder? Ja. Mare Procellarium. Okay. Ach, Oceanus? Mare? Was jetzt? Auf jeden Fall ist es schön. Es ist der Mond und es ist schön und ich mache euch jetzt Screenshot und Screenshot und Clipping tauglich mal ganz kurz was an, weil ich glaube ab 150 Kilometer kann es erst losgehen. Das heißt, ich mache jetzt mal, dass das da weg ist und 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 dann mache ich das da auch noch weg. Und jetzt könnt ihr klippen oder Screenshots machen oder was auch immer man so macht. Und ich gucke mal, ob ich einen schönen Winkel finde, auf dem man schön viel Mond sehen kann. Das hat doch was. Manchmal ist es unglaublich ästhetisch, etwas kaputt zu machen. Und ja, wir werfen einen sehr großen, sehr teuren Dartpfeil auf den Mond. Und mit was tun wir das? Mit Recht. So, jetzt schalte ich mal den Stream wieder zurück in seinen Ursprungszustand. Wer bis jetzt es nicht geschafft hat, sich das zu klippen oder zu screenshotten oder was auch immer ihr damit so machen wollt, der hat selber Schuld. Das heißt, wir machen jetzt mal alles wieder an. Kamera, Facecam geht wieder an und, naja, das Follow-Goal kann ich, glaube ich, auslassen, aber ich mache es der Form halber an, falls noch jemand Elftes sich heute dazu ermutigt fühlen möchte,
einen Follow hier zu lassen. Ich nehme sonst auch Abos entgegen, ich bin da nicht so, ne? So, ich glaube bei 150 Kilometer und da Zeitraffer ich uns jetzt tatsächlich mal hin. Jetzt können wir, glaube ich, noch mal sammeln. Record Impact Data. Jawohl. Feuer frei und raus damit. Ich meine, wir haben Strom und so weiter und so fort. Und dann können wir noch die Temperatur, Radiation Data. Mal gucken. Irgendwas hatte ich auch schon rausgesendet bekommen, aber ich glaube, ich habe letztes Mal nur noch die Telemetrie rausbekommen. Und der Rest ist zusammen mit der Rakete aufgeschlagen. Jawohl, Temperatur hatten wir auch noch nicht. Das heißt, wir machen hier tatsächlich auch nochmal science-technisch richtig Plus. Und mal gucken, Radiation Data. Auch. Volles Programm. Sehr schön, das hat sich richtig, richtig gelohnt. Und guck mal, 776.000. Wir haben die letzte Mission noch nicht erledigt. So, und dann gucken wir der Form halber gleich nochmal nach den Telemetriedaten. Lunar Seas. Über den lunaren Seen. Ja, da werden wir jetzt auch nirgendwo anders mehr langkommen. Wahrscheinlich, obwohl. Wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Können wir gleich nochmal probieren. Sehr schön. War das auch biomgebunden? Lowlands, wow, hier geht einiges. Wir haben verschiedene Biome am Start. Lowlands hat man schon scheinbar. Impact Data. Ne, das ist einfach nur Space. Near Moon, Temperature. Oh, guck mal, Midlands. Oh, jetzt geht's richtig los. Jetzt können wir hier nochmal richtig absahen. Hä, warum jetzt wieder Lowlands? Egal. Midlands, Lowlands, alle Lands. Wir nehmen alles mit. Kann man das irgendwie? Nee, das zeigt er nicht an, oder? Irgendjemand, irgendein Schlaumeier, der sich mit MechJab auskennt, kann man sich irgendwo bei MechJab. Die Biome an, das Biom anzeigen, über dem man gerade ist. Das wäre natürlich sehr sexy, um mitzubekommen, dass wir jetzt nochmal was wechseln. Und ja, ich benutze ja sonst auch Kerbal Engineer, aber das funktioniert nicht so gut. So, jetzt drehen wir den Hobel mal ein bisschen rum. Meine Güte, also das hat echt Science gegeben jetzt. So, noch 68 Kilometer. Ich probiere mal, ob wir hier mit dem, ja, mit dem restlichen Fuel sollten wir die Kiste ganz gut stabil bekommen. Sehr schön. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus, dass wir hier noch mal ordentlich absahnen können. So, und jetzt gucken wir nochmal für Dings. Also wir müssen eigentlich nur noch Impact the Moon erfüllen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, ehrlich gesagt. Und dann haben wir so ein Triple geschafft. Dann haben wir tatsächlich mit einer Mission drei erledigt. MechJab Custom. Custom Window. Surface. Misk an Current Biome. Ja, das hätte ich gerne. Title Biome. Mö. Hahaha. Current Biome. Was muss ich jetzt tun? New Window. Zack. Current Biome. Ah, vielen Dank. So. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Also für die Zukunft weiß ich das jetzt, wie man sich das erstellt. Wird uns heute vermutlich nicht mehr nutzen, weil wenn ich mal so auf die Karte gucke,
Oh. Ich glaube nicht, dass da noch was anderes kommt. Aber wir sind vorbereitet. Falls es der Fall sein sollte, versuchen wir noch so viel wie möglich rauszusenden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da nichts mehr kommt. So. Aber da seht ihr auch immer, deshalb finde ich es so wichtig, auch immer zu fragen, auch wenn ihr Fragen habt oder sowas, fragt die im Chat, fragt die in den Kommentaren, fragt die im Discord. Ich finde, also ich spiele jetzt KSP seit, ich weiß es nicht, 3 Jahren, 4 Jahren. Ich muss nachgucken, weil ich es gekauft habe. Nicht genug, um die Expansion zu bekommen. Ich war 2 Monate zu spät. Man lernt nie aus. Es gibt immer noch was, was man noch nicht gemacht hat. Und ich bin zum Beispiel so gar kein MechJab-User und jemand anders weiß das meistens besser. Fragt Leute, und das gilt nicht nur für KSP, fragt in eurem Leben, wenn ihr was nicht wisst, denn ihr könnt nur dazulernen. Das ist kein Zeichen von Schande oder Schwäche, sondern ein Zeichen davon, dass ihr dazulernen wollt und besser werden wollt. Immer fragen. Man kann nie genug wissen. So, wir sind im letzten Endanflug hier für unseren Impact. Das sieht ziemlich gut aus. Wir werden schnell und hässlich aufschlagen. Oh ja, schnell und hässlich. So, ich halte mal das Triebwerk grob in Flugrichtung und Pythospor, genau richtig zur Explosion. Willkommen als Kommandant und hier ist dein Feuerwerk. Kaboom. So. Und Gott, haben wir diese Mission erledigt. Sowas von. Moon Impact Check. So, spitze nicht nach vorne. Natürlich nicht. Wir wollen den Mond ja nicht wirklich impfen. Nachher kriegt er noch die Pocken oder irgendwie sowas. Wir haben diese Mission erledigt und ich würde mal sagen, sowas von gar kein Catastrophic Failure, denn Moon Impact. Dann. Wir gehen mal zurück ins Space Center. So, mächtiges, nicht ganz so riesiges Badaboom, aber wir haben einen Triple geschafft. Wir haben mit einer Mission 3 erledigt und haben natürlich auch die dreifache Bezahlung bekommen. Das heißt, hier gibt es jetzt nochmal 78.000 Completion Reward und 16 Science und 94 Reputation. Krass, da hinten wird es blau. Soweit war ich noch nie auf dem Reputationsbalken, glaube ich. Gefühlt zumindest. Sehr, sehr viel Reputation. Check. Und mal gucken, was diese neue Reputation mit uns macht. Oh, Lunar Landing. Okay, die hatten wir aber, glaube ich, vorhin auch schon. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass jetzt als nächstes wahrscheinlich der Suborbital Flight Crewed ansteht. Aber verzeiht mir, wenn ich das heute nicht mehr anfange. Weil ich bin mal so ehrlich, ich bin mittlerweile echt müde. Und was wir jetzt noch machen ist, wir warpen diese Forschung auf den Complete rüber. Das heißt, wir haben jetzt Kapseln. Das heißt, wir können in der nächsten Folge definitiv loslegen und die bemannte Raumfahrt starten. Und was wir jetzt noch machen, weil wir haben ja offiziell noch 10 Minuten, die werden wir jetzt nicht komplett ausschöpfen. Wir können jetzt mal gucken, was wir als nächstes gerne erforschen wollen. Wir haben nämlich 129 abgefahren, 129 Science-Punkte. Wir könnten Basic Solids, finde ich ehrlich gesagt langweilig. Solid Rocket Motoren sehen auch alle ziemlich popelig klein aus. Wir könnten Improved Instrumentation, was macht das? Non-RP0, 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 das ist irgendwie gefühlt. Ah doch, ein etwas besseres Solarpanel. Non-RP0. Also das meiste ist Non-RP0, außer die Ranger. Die Ranger waren übrigens das, was wir gerade gemacht haben, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ranger waren die ersten Impactor-Probes der US-Amerikaner, wenn mich nicht alles täuscht. Müsst ihr auch nachschlagen, aber ich glaube, es war Ranger. Also, wir könnten das machen, ist aber relativ wenig Zeug, was für uns nützlich ist. Major Orbital Rocketry, das wäre jetzt natürlich so ein bisschen abgefahrenere Antriebe, mit denen wir ein bisschen mehr anfangen können. Da wäre jetzt die Saturn so langsam auch am Start. Saturn, Freunde. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wir brauchen was für die Kapsel? Bessere Solarpanel? Wir haben schon ein bisschen bessere Solarpanel. So, hier ist eher so ein Dings. Also hier würden wir in die Richtung gehen, dass wir sagen, jawohl, wir können jetzt langsam echt eine Saturnrakete bauen. Was ist hier? Stage Combustion ist non, non, non. Noch ein paar Antriebe. Vakuum Engine, Hypergolic Vakuum Engine.
Ja, könnte man auch machen. Ansonsten wieder viel Non-RP0. Major Solids, General Construction. Also da kommt viel in, also letztendlich müssen wir eh alles machen. Was passiert denn hier? Also ich glaube aber tatsächlich, dass die Knoten in der Zunge, die Solarpaneele, auf die ihr gerade gepocht habt, gar nicht schlecht sind, weil um hierhin zu kommen, für die Kapseln der zweiten Generation. In den Kapseln der zweiten Generation ist dann quasi die Gemini-Kapsel, wo wir zwei Leute reinstecken können drin. Und nee, das ist RP0, okay. Also Non-RP0. Okay, da sind dann quasi zwei Personenkapseln drin. Aber damit wir die kriegen können, brauchen wir erstmal die Improved Instrumentation. Und was bringt uns die jetzt nochmal, was wir nutzen können? Bessere Solarpaneele ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Damit wir stromtechnisch nicht immer total verhungern. Das heißt, lasst uns das machen. Dann sind wir da unterwegs. Und es bringt uns ja vom Pfad her auch in eine gute Richtung. Wir haben dann hier im Electrics-Bereich High-Gain-Antennas fürs Apollo-Service-Module. Gute Idee prinzipiell. Und danke für dein Follow, Mike Hurtas. Hurtas. Mike, danke für dein Follow. Willkommen bei den Kommandanten. Wir haben hier Ranger-Block noch, okay. Genau, aber vor allen Dingen interessant, wir haben dann zwei Personenkapseln, mit denen kann man schon mal ein bisschen irgendwo rumfliegen. Und das eröffnet uns natürlich auch den Weg für größere Kapseln. Allerdings müssen wir dafür noch ein bisschen was tun und erforschen. Wir sind ja wirklich noch ganz, ganz am Anfang. Aber da machen wir in der nächsten Folge weiter. Da geht es dann das erste Mal ins Weltall mit Besatzung. Da bin ich ziemlich sicher. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass wir die an einem Stück zurückbekommen. Wir sind also auf einem guten Weg und wir haben auch noch genug Science-Punkte in der Jackentasche, um was draus zu machen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend und wir sehen uns. Lass mich überlegen. Ich muss meinen eigenen neuen Sendeplan erstmal in den Kopf bekommen. Am Donnerstag wieder mit Hardcore Kerbel auf YouTube. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.